Und immer da sind ganz genau 14:30 Uhr. Willkommen um Radio 100,7 und guten Mittag bei diesem Webinar mit der Überschrift Lützburg an der Schule. Eineinhalb Stunden lang werden wir diskutieren. Es geht einerseits darum, wie zu weisen, in welchen Formen Lützburg am Edukationssystem vierkönnt, auf welchen Spruch sich gemeinsam mit den anderen Fremdsprachen, die am Lützburger Curriculum integriert gehen, zu einer multilingualer Sprachenausbildung zusammensetzt. Andererseits sollen aus ihrer Praxis natürlich zur Vermittlung vom Lützburgischen als Invitéen mit diskutieren. Wir haben am Studio ein paar Leute. Du hast einerseits Flor Schank, Institutrice attachée, Education plurilingue et interculturelle, Pädagogie et Didaktik des Apprentissages vom Service de l'Enseignement fondamental am Educationsminister. Guten Mittag, wir machen nur einen Rund, ganz formell, und dann geht es ein bisschen mehr entspannt hier im Studio. Andererseits sind wir Simon Bläser, Lützburger Enseignant an der École Internationale von Deferding auf von Asch. Auch hier, guten Mittag. Dann haben wir Chari Schanten, Professor, Präsidentin von der Programmkommission vom Lützburgischen am Enseignement secondaire. And last but not least, für lützburgischen Term zu gebrauchen, Maisie Gorza, direktisch faisant fonction vom Institut National des Langues. Wir haben noch englische Experten, die sich werden noch für eine Mesure beischalten, und die werde ich dann noch am Lauf von dieser eineinhalb Stunde präsentieren. Das ist dann einerseits den Marc Schmidt, den Direktor vom Centre de Logopädie, der Marc Barthélémy aus dem nächsten Kommissär für den Lützburger Spruch. Dann haben wir den Luc Marteling, den Direktor aus vom Center für den Lützburger Spruch, Melanie Wagner, Direktrice d'Etudes von der Formation Continue von der Lützburger Spruch und Kultur auf der Uni. Und dann haben wir auch eigentlich einen lützburgischen Student, den aus Rumänien kommt und den schon perfekt Lützburg gelehrt hat. Den erzählt uns dann aus seiner Experience. Dann haben wir den Erik Görens, Direktor vom Service von der Erwachsenenbildung. Fangen wir direkt an. Wie gesagt, um 4 Uhr gehen wir dann zurück. Ich fange mit einem ersten Diskussionsblock an. Lützburgisch lehren mit kleinen Kindern, respektive an der Grundschule. Und da adressiere ich mich dann direkt an Flor Schank. Was ist das Ziel, Flor, von der freikantlichen Sprachforderung an, auf welchen Schwerpunkt da wird gelöst, dass Kinder nur noch am Lützburger Enseignement bestehen können? Guten Mittag, alle gut. Für das erste Mal, wir haben mit der 2014-15 wie als ein aktueller Minister Kommers hatten wir die große Chance, dass der Kleinkindbereich und der Schulbereich in dem Ministerium kommen, sind natürlich als Möglichkeiten gehen, die wir vier Runden hatten. Es gab ganz viel seit 20 Jahren gemacht am Bereich von den Sprachen. Wir hatten damals eigentlich die ehemalige Chance, für das Vier umzudenken. Für Sprachenlehrer von Vier, von der Entree umzudenken, bis hin, da wird keiner rausgehen, und noch ernst zu denken. Nicht neu, nicht ganz neu zu denken, aber ähnlich zu denken mit den neuen Möglichkeiten, die wir hatten. Und da wäre es einfach so, dass es ein ganz rutsch Etüde gibt, sowohl am Ausland wie bei uns, die einfach immer darauf hinweisen, ob die kognitiv, die neurologisch Vierdeler von früher Mehrsprachigkeit, weil jung kann er einfach ähnliche Sprache rugehen, wie Erwachsene oder wie Jäler kann er, nämlich viel mehr intuitiv an der Aktion durch Nullaustern. Aber wenn wir an einem, heute zu Lützburg, an einem mehrsprachigen Kontext par excellence sind, meistens vorgestellt, wie können wir das machen? Wie können wir das denken? Wie können wir das ähnlich denken? Und du wärst eigentlich so, es wäre relativ sehr klar, dass wir so, wir sind ein offiziell dreispruchiges Land, wir haben noch die Dreispruchigkeit, die Mehrsprachigkeit spielt sich am Schulsektor rum. Dann haben wir aber ganz, ganz, ganz viel Familiensprachen, die kann er mitbringen, und das ist eigentlich so, werden die verschiedenen Pilier schon definiert. Von Anfang an auf Mehrsprachigkeit sitzen, von Anfang an die Sprachen hören und noch schwätzen, die ihn hier nur dann auch nach verdäuft lehrt, wird klar, dass man das Lützburgisch eh von den Hauptpilien dran wird sein als erst Schulspruch und einfach als Integrationsspruch an einem Kontext, den von einer ganz großer kultureller, sprachlicher Diversität geprägt ist.
Dann hat sich auch die Frage um Französische gestellt, weil auch die Erfahrung gewesen hat, dass nicht einmal auch am Sektor vom Kleinkantbereich, von den Kräschen, die Französischsprache eine Realität wäre für ganz viele Kanner, die das schon mitbrüchst und die Sprache scherzt. Wie kann man mit dem Spruch potenziell umgehen? Und dann natürlich auch Familiensprache von der Kanner, die auch, wo doch auch internationalen, wissenschaftlichen Konsens gibt, dass einfach Kanner können mit den Sprachen, die sie schon haben, die fangen nicht bei Null an, was an den Sickelein dran kommen. Wie können wir hingehen? Was können wir machen? Welche Methode können wir rausgehen? Welche Strategien? Für auch dat, die Sprache, die schon da ist, zu gebrauchen, rauszuköddeln und zu gebrauchen für neue Sprachen, nicht einmal Lützebüsch zu lernen. Lützebüsch ist wirklich ganz apart, was die Mehrsprachigkeit angeht. Ich kann mich erinnern, für die Jahrzehnten, also effektiv immer so gewesen, für dich Lützebüsch, jeder kommt Lützebüsch und dann hat ihn eben die anderen Sprache gelehrt. Mehr, wenn ihr wollt, hier nur noch am Lycée. Los sind wir an ganz anderen Zeiten und dafür gibt es ein neues Konzept, wird von der fréquentlichen Sprachforderung an der Petite Enfance angeführt gauf, an dem noch viel Wert auf die Kanner ihre Familiensprachen lädt, wo aber dann auch Lützebüsch eine zentrale Rolle spielt. Wie sieht das aus? Wir gehen eigentlich den Ausgangspunkt als Kant. Sind die Akteure Kant und dann aber auch d'Enseignant an der Tisch. Wir gucken wirklich, was bringen die Kanner mit, die bei uns kommen? Wo sind sie? Welche Sprache bringen sie mit? Wo sind sie auf ihrem Weg? Was brauchen sie, für können weiterzugehen? Aber wenn ich blick einfach auf Zölle gehalt, 2018/19 wären 34,4% von den Kanner an der Grundschule noch am Sickel ähnt, die nach Lützebüsch ist daheim als Mammenspruch, als Erstspruch hatten. Und da können dann ganz rutsch andere Sprachen kommen dabei, noch einmal Portugiesisch, Französisch, dann aber auch Arabisch, wenn man mir eine große Rolle anhält, eine riesengroße Panoplie. Und da stellt sich natürlich die Frage, dass nämlich die Majorität von den Kanner, die Sprache mitbringen, das ist die Hauptschuldspruch an einem Sickel ähnt, als eigentlich schon für viele Kanner gehört, nämlich zu ihrer Alltagsrealität. Wir müssen die eigentlich angehen, wie ein neuer Spruch. Und das merken wir, indem wir uns einfach gucken, wer das schon da erkannt wird, bei mir schon sich gelehnt könnt. Das bringt einen Spruch mit. Das weiß, dass ein Stuhl ein Stuhl ist, ein Stuhl ist immer ein Stuhl, aber der Gildner ist ein Holz, ein Plastik, das wie auch immer. Das tut ganz richtig Spruch, was sie bringt, das schon mit. Die nicht eigentlich kann von einem Spruch auf die anderen transferieren. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, ne? Für ohne einen Lützebüer Spruch uns fähren. Mit dem zu schaffen, mit einem Spruch Wissen zu schaffen, wer den eigentlich von einem Spruch, ob die andere Spruch überdrohen kann. Das wäre mal ein ganz wesentlicher Aspekt an dem Ganzen. Du kannst sich natürlich die Frage stellen, wie geht das, wenn ein mehrsprachig groß geht, wenn ein Lützebüsch nicht als Mammenspruch hat, wie sehr ja integriert in das, was geschieht da? Und dafür haben wir mit Marc Schmidt gesprochen, den als Direktor vom Centre de Logopädie. Viele Kanner wissen ein Environment ob mit Mehrsprachen. Das kann ein Problem geben beim Spruchlehren. Was möchten Sie dann am besten für das zu verhindern, heute Marc Schmidt? Ja, das ist schon ein ganz komplexes Frage. Die haben schon 2-3 Fragen beinhaltet. Auch ganz berechtigt, weil ihr bei uns im Land ganz, ganz viel Kanner mehrsprachig aufwachsen. Ich meine, das ist viele Faktoren bedingt. Bei uns im Land gehen ganz viele Familien, wo die Mama die einen Spruch schwätzt, der Papa die anderen Spruch schwätzt. Das geht auch in anderen Ländern ganz viel. Bei uns wird schon noch vermehrt. Da können aber noch dabei, dass bei uns an den Kräschen, also von ganz kleinem Anfang, 2 Sprache neuerdings angeboten gehen, neben dem Lützebüschen dann eben auch Französisch. Und das zieht sich dann auch an den Zyklen natürlich ran und darüber heraus. An Formationen hat man ein bisschen versucht, einen Überblick zu kriegen, über die Sprachen, mit denen als Kanner wirklich an der Realität konfrontiert sind. Und haben wir festgestellt, eben weil auch Bildungssprachen aber trotzdem die sind, die auch ganz viel daheim geschwärzt gehen, dass viele Kanner mit 2 und noch mit 3 Sprachen in Kontakt kommen, echter Seelen aber mit Feiersprachen. Das sind Ausnahmen. Glücklicherweise gebe ich so, weil bei Feiersprachen, wenn man in so internationalen Studien guckt, fängt es bei vielen Kanner ein bisschen problematisch zu gehen. Feiersprache kann effektiv, also Feiersprache von kleinem un, kann effektiv viel für Kant sein. Muss ich wissen, dass in guten Bedingungen als Kleinkant
simultan drei Sprachen kann lehren. Das ist kein größeres Problem, außer kann dort vielleicht Bedingungen, die auch Geburt können sind, die dagegen schwätzen. Das kann man so viel Sprachen nach Kontakt soll kommen. Bei Feiersprachen, wie gesagt, kann es mal problematisch sein. Da muss ich überlegen, was ist da noch Probleme? Was tauchen Probleme ab? Probleme tauchen am Bereich Mehrsprachigkeit ab, wenn ihr gesagt, dass kein Spruch da ist, kein von den zwei, drei Feiersprachen da ist, die sich altersadäquat oder bald altersadäquat entwickelt. Wenn Mehrsprachen am Umfeld vom Kant auftreten, also normal, dass die beste Spruch vom Kant, die stärkste Spruch vom Kant, nicht gerade so gut ist, weil ihn so kann bezeichnen, wie wenn der Kant just mal enger Spruch groß geht. Aber trotzdem soll aber die stärkste Spruch von einem mehrsprachigen Kant bald altersadäquat sein. Das ist das Wichtigste gesehen. Ja, des Weiteren schwätzte Herr Schmidt an dem Kontext doch von einer Störung, die bedenkt das durch Mehrsprachigkeit. Mehrsprachigkeit hat dann laut dem Herr Schmidt Vorteile, die sollten aber unter bestimmten Bedingungen sein. Das heißt, ein Mann und ein Papst sollte man kann dann ihre Sprache schwätzen und das permanent vermischen von den Sprachen, wie eben nicht glücklich. Das nennt im Englisch halt Translanguaging. Was sind dann die Erfahrungen, die dir als Enseignantin vielleicht gemacht gut, längsariert mit Kanner, die eben aus einem mehrsprachigen Umfeld kommen, respektive also wirklich schwer Kanner die Lützebäuer Spruch zu vermitteln, wenn sie mehrsprachig sind. Wie will darüber vielleicht eine Antwort geben? Simon Bläser eventuell? Ja, also das hängt von allen Kanten natürlich auf. Es sind verschiedene Älteren, die carrément, was Französisch, zum Beispiel daheim schwätzen, der Papa Französisch schwätzt, die Mama vielleicht Deutsch schwätzt, die das systematisch so am Kant schwätzen. Andere probieren, einen gemeinsamen Spruch zu finden. Der Papa schwätzt Arabisch, die Mama die schwätzt Englisch, sie schwätzen aber Englisch dann auch zusammen. Und das hängt immer davon auf. Allgemein, das Interesse bei den Klängen, für die zu begeistern, für einen neuen Spruch zu lernen, ist groß. Und ich denke, dass, wenn ihr das spielerisch möcht, und nicht wirklich ob grammatische Fehler und so weiter, ob grammatische Phänomene pocht, dass das alles relativ einfach zu lernen ist. Ich meine, wir merken das, wir sind in der Ecole Internationale, haben wir 74 verschiedene Nationalitäten. Da könnt ihr euch vorstellen, wie viele verschiedene Sprachen da zusammenkommen. Und wir beginnen da wirklich Kanner, die 4, 5 Sprachen daheim schwätzen und aber lehren sie Lützebäuerisch, also sie schwätzen, was sie bei uns rausgehen, mit Begeisterung können sie sich erhalten. Mm-hmm, das war ein Kommentar zum Sekundär oder aus der Erfahrung raus vom Sekundär. Wie ist es dann in der Grundschule? Wo wird bei kleinen Kanner auch gesagt, wie überhaupt Lützebäuerisch zu lehren? Floch. Ja, ich kann da vielleicht noch ein bisschen an den Detail vom Konzept gehen. Der Marc Schmidt war ein von unseren Partnern, mit dem wir das Konzept auch aufgebaut haben, den als ganz, ganz, ganz viel da berührt hat. Ich gebe eigentlich gerne das, was Simon gesagt hat, von der spielerischen Approche, von dem dekontraktierten Zugang zu den Sprachen, gebe ich eigentlich ganz, ganz gerne abgreifen. Dass man so, wir sind wirklich hingegangen und das, was der Marc auch gesagt hat, dass Mehrsprachigkeit, wir schwätzen hier, wenn wir von Lützebüch schwätzen, können wir Lützebüch schon nicht losgelesen, gesehen von den anderen Sprachen. Mehrsprachigkeit hat ganz, ganz viele Vorteile von den Kader, den ihr setzt, an dem die Sprache gelehrt geht, stimmen. Und dazu gehört das effektiv, dass Kanner an der ganzen Sprachenvielfalt, die sie haben, sich rumfangen. Das ist effektiv an mir hund der ganz große Vorteil am Lützebäuer Schulzisten, an dem ich das eigentlich am Mengen an emulisch par rapport zu ganz vielen anderen Ländern, es sind ganz viele an Europa, wie an dem Sprachkontext. Wir haben einen mehrsprachigen Kontext, der geht auch auf anderen Plätzen. Wir haben mehrsprachige Kanner, geht auch immer mehr auf anderen Plätzen. Wir haben aber auch am Fundamental und noch zu einem größten Teil am Sekundär 100% mehrsprachig und Senioren. Die alle guten die ganz großen Teil Lützebäuer Mammensprachler sind. Und das ist eigentlich eine Natur, mit der man auch kann schaffen an dem Ganzen. Das heißt, wir haben mehrsprachige Enseignanten und mehrsprachige Kanner. Und die mehrsprachige Enseignanten, an ganz vielen Ländern gibt es Konzepte wie One Person, One Language, eine Person, ein Spruch. Wir haben eigentlich eine Person mehrsprachen, die eigentlich kann weisen, wie flott, wie cool das da ist, für seinen Spruch normal zu lesen, wann nicht strukturiert ist. Und wir sind hier hingegangen und wir haben uns dann gesagt, wir haben ganz viele Formationen gehalten. Und Marc Schmidt und Notamorisch zusammen eben vier Enseignanten haben sie gelehnt. Nur mal
gesagt, wenn man damit zusammenkommt, sie guckt dann mal lieber die Schüler, mal ist auf der Schule all der zurück. Was sind da Momente, wo es wirklich enorm wichtig ist, dass ein Spruch am Mittelpunkt steht, nicht einmal in Lützburg ist das Hauptschulspruch, weil in dem Moment, das, wo du die Spruch aufhörst, wo du die Spruch lehrst, und dann hast du andere Momente, die mehr Sprüche können sehen, wo kann er auch mal können, an kleine Gruppen zusammen, an ihre Sprüche schaffen, aber wo man her noch, wenn man darum zusammenkommen, verschiedene Fremden zählt, was er gemerkt hat, dass in der Gruppe, wo man darum ein Spruch holen, ein Spruch holen als Kommunikationsspruch, einfach auch für zu weisen, hey, es macht wirklich Sinn, einen gemeinsamen Spruch zu werden. Motivation, der Motivationsfaktor für einen Spruch zu lernen, das Finale bei kleinen Kanner immens heisst, es gibt die Tüten, die weisen, dass Qualität bei jungen Kanner vom sprachlichen Ausdruck ganz tags viel mehr eben von dem Interesse und der Sache geprägt das, wie von der Spruch aus ist. Und da haben wir ganz viel geschafft, und ich muss auch sagen, ich habe noch selber lange am Sigelin-Schule gehalten, das funktioniert einfach, ne, wenn ihr so drüber lest. Also, wenn ihr einfach seht, haben wir wirklich Momente, du hast alles möglich, mit dann haben wir aber andere Momente, wo wir auch gerne für Madene schwätzen, wo wir einen gemeinsamen Spruch brauchen, und dann haben sie gelehnt, dass das eben die Lützeburg ist. Und dann ist es ganz wichtig, auch als Enseigner für Brücken zwischen den Sprüchen zu bauen, einen Brück von der engen Spruch an die Lützeburg zu bauen. Und das ist nicht dann der Moment, den aber mit meinem qualitativ höchstwertigen Input, da kann der Spruch gehen an die Kader gehen, den ein Kant braucht, für daran zu wissen. Und das kann bei der Menge Kant, kann das durchgehen, das können Insel wieder sehen, in anderen Kant wird schon wie weit das, das schafft schon kleine Satzkonstruktionen, also das ist ganz, das kann ganz individuell sein. Ja. Wie steht es dann generell gesehen um Kompetenzen um Terrain, für eben an der Freikant Erziehung Lützeburg zu vermitteln? Wo sind wir da drin? 20, 21, Flach vielleicht nicht. Ja, ich meine, ja, relativ gut, weil, wie ich eben just gesagt habe, für einen machen wir Blick auf das gelernt, die meisten Enseignanten sind Lützeburger Mammensprachler, die mit Lützeburgisch abgewusst, die mit mündlichem Lützeburgisch. Und da gebe ich ganz gerne einen Punkt, den der Marc Schmieder auch geschwert hat, nicht von der Bildungsspruch geschwert. Und das ist etwas, was an den letzten 20 Jahren immer mehr an den Blickpunkt geregelt ist, die Erde weiß, wie die Sprache an der Schule gebraucht wird. Das ist eine Erde weiß, wie die, wie in Duheim oder an der Kommunikation in der Nähe mit der Nähe schwätzt. Ne? Wenn wir hier im selben Raum sitzen, und ich hätte gerne vom Sherry vielleicht Wasser, also ich kann es mal so gehen. Ne? Wenn ich einfach nur in einem Schulkontext bin, dann kann es mal, wenn ich geliebt, vielleicht Wasser gehen. Ne? Das ist ganz anderen, dass das ein viel mehr ein elaboriertes Spruch, das viel mehr auch ein perfekt, ein grammatikalisch perfekt Spruch. Und das war ein, das ist ein ganz großes Defi, nicht nur zu Lützeburg, wie wir hatten, mit Mammensprachler Enseignern, für einfach darauf hinzuweisen, dass die Spruch, die ich schwätze, für ganz viele Kinder nicht zu ihrer Alltagsrealität gehört. Und auch ein Lützeburger Spruch ist kann, weil Lützeburg ist daheim abwies, kann eine Form von Spruch gewinnt sind. Aber wenn dann gekannt könnt, wird ein oder zwei andere Mammensprachen nicht, das tut eigentlich zwei Treppliken zu holen. Das lernt nicht immer einen neuen Spruch, sondern auch eine neue Erde weiß, für sich auszudrücken. Und das ist zum Beispiel ein von den Punkten, wo wir ganz viel auch zusammen diskutiert tun und zusammen evaluiert tun, wie können wir das auch gut, ne? Weil das einfach eine Bewusstseinsbildung haben drin ist. Wie gehen wir mit diesen Sprachen um? Und noch lange das Bewusstsein, dass wir nicht so einen schönen, langen Satz machen, mit einem Nervensatz dran, wenn wir fertig sind mit ihr sind, da sitzen wir uns an den Kreis. Und dann zählen ich eine Geschichte, die Schmattbrüche tun, dass das ein ganz lange Satz ist, ein ganz perfekter Satz, den aber vielleicht sowohl in Lützeburg spruchisch kann, wie ein anderer Spruch, ich kann einfach schon oder ich halt schon vom Satz, ich stecke zu viel aus. Mhm. Und da könnt nach Schluss, da könnt dann auch die Wichtigkeit von Pausen zum Beispiel dran. Das sind so Klangigkeiten, so Klangmethoden, einfach mal ein paar Lufthüllen dazwischen, einen dicken Punkt setzen. Für einen, wenn ich einen Masken habe, ist das immer mehr wichtig, eine kleine Pause zu machen. Das kann doch gesagt, hi, hattet Luop, was das kann interiorisieren, ihr dann den nächsten Teil könnt. Das sind so die, das geht ganz viel in Bewusstseinsbildung, weil Spruch hast du. Ne? Von Spruch brauchen wir spruchliche Kompetenzen. Und man ganz, braucht man nicht viel zu schwätzen, dass wir, wie gehen wir mit den Spruchkompetenzen, die ich als mehrspruchischen Enseigner mitbringen um. Da kommt nicht aber im Denken bei einem Ausruf von Marc Schmitzrick oder einem Froh, die wir im Gestalt tun. Wie wichtig ist die Rolle eigentlich von einem gemeinsamen Spruch, einem Integrationsspruch, wie Lützeburg zum Beispiel an der freikantlichen Entwicklung? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, es muss man bei uns an die Kleinklassen, an die Präkurs, an die Spielschule rangehen, da sage ich schon, dass du
am Anfang ganz viele Probleme bestehen an der Kommunikation. Und ich meine, das ist die große Bedeutung von einer gemeinsamen Sprache, sich einfach mal verständigen können an einem neuen Milieu, wo dann normalerweise, dann, also auch für viele Kinder, normalerweise ein Spruch am Mittelpunkt steht, weil eben nicht hier Spruch ist, die sie schwätzen. Ne? Die Kommunikation ist nicht ein, und da kommen wir bei dem zweiten Punkt drüber, ja, dass dann die gemeinsame Spruch, ganz klar, wo die Kinder dann müssen nur auch selber lehren, für sich können Matze teilen, da das dann auch Bildungsspruch ganz oft, der ist in einem Zyklus eben ganz oft Lützebäuer, später geht es dann Deutsch oder Französisch. Und die Bildungsspruch hat einen großen Wert für viel mehr Sprache. Ich kann hauptsächlich für Kinder, die in seinem sozialen Männer gute Milieu hier kommen, in einem sozialen, schwachen Milieu. Das spielt schon Lützebäuer Spruch als Verständigungsspruch oder Französisch oder auch vielleicht Deutsch eine ganz wichtige Rolle. Ich will am Anfang die Rolle von der Bildungsspruch. Aber wenn ich ganz viel merke bei Kinder, die einen anderen Spruch zu ihm schwätzen, die Bildungsspruch geht dann ganz sehr, ganz oft die Stärkspruch vom Kant. Also der Spruch, und der am Anfang die ganze Entwicklung vom Kant hängt. Und der stärkere Spruch hängt die ganze Entwicklung vom Kant, nicht nur die sprachliche Entwicklung, auch die kognitive Entwicklung und alle anderen Entwicklungsbereiche. Der ist eigentlich als der gemeinsame Spruch, als Bildungsspruch auch extrem wichtig. Also erster Punkt Kommunikation. Klar, sich verständigen können, ganz klar, muss man so einen Spruch ähneln, das ist dann oft Lützebäisch oder vielleicht auch Französisch. Und dann auch als Bildungsspruch, Weiterentwicklung vom Kant hängt in der Stärkung Spruch, als Bildungsspruch. Und ich überhält ganz oft dann auch die Rolle von der echten Spruch vom Kant, die vielleicht nicht so gut developiert ist. Das ist gut erklärt. Ich meine, ich will vielleicht darauf reagieren als Aufschluss für den ersten Block, was die Grundschule geht. Ich ging gerne auf das Bild zurückkommen von den Treppliken. Und ich fand das am Anfang ganz flott. Und auch das Bewusstsein von der Spruch, wo ihr da seht, dass gut, dass ein Enseignant so Bewusstsein für die Spruch entwickelt. Das ist aber auch wichtig, dass Kant das Bewusstsein entwickelt und daher nur den Jugendlichen oder den Erwachsenen, den ein nächstes Spruch lehrt. Und eigentlich ist es flott, die Treppliken, das nicht nur, dass ich vielleicht mehr Treppliche muss holen, aber dass auch so, es wurde schon Treppliche geholt. Wenn ich die zweite oder die dritte oder die vierte Spruch lehre, habe ich ja schon Kompetenzen entwickelt, als Strategien, wie ich einen Spruch lehre. Und das ist schon aber auch schon ein Viersprung, vielleicht vis-à-vis zu einer Kanne, die just mit einem Spruch an ihrem Rucksack kommen. Das bringt mich dann direkt bei dem zweiten Sujet, bei einem Rümmer, die den Moment lebt. Es gibt ein Projekt für eine A-Sektion auf Lützebäuer. Los immer beim Enseignement Secondaire. Ich meine, ich fange mal beim Simon Bläser an. Was weiß ich, was ein Projekt von der A-Sektion? Also du lancierst direkt den Ball und Charry Chanten, weil das sich da auf dem Terrain besser auskennt, weil ich am Anfang echt für die internationalen Schulen so schwätze mit Charry. Also mit ein paar Etappen bin ich übersprungen, an dem, wie man wollte, vier gehen. Ich kann da aber gerne sagen, dass du wirklich ein interessantes Projekt. Nächstes Jahr werden viele neue Änderungen kommen. Am liebsten für Lützebäuer an Dorinna als E-Projekt, dass das Projekt A-Sektion, das ist, dass ich ob eine A-Sektion nicht den italienischen und spanischen noch Lützebäuer spielen kann als Spruch. Das ist, dass du den Schwer, ob in einem Fremdspruch verlieren oder eben nicht so bei euch, wo die überhaupt Literatur als Linguistik kennengelernt. Und du also dann nächstes Jahr am Lycée Michel Rodange für das Projekt, da wird anlaufen. Und vielleicht kommen wir nun noch darüber zurück. Ich meine, die verspringen nur die internationalen Schulen, ob die immer noch manchmal wieder runtergehen. Wir kommen nur auf die internationalen Schulen zu schwätzen. Und zwar, wie gesagt, Mam Simon Bläser. Erzähl uns mal für uns zu fangen, ein paar Wieder über den Spruchmodell an der öffentlichen internationalen Schule zu dir verdenken. Und eben noch zu Esch. Ja, in unserer Ecole Internationale Today verdingen an Esch haben wir eine Grundschule und wir haben ein Lycée. An der Grundschule haben wir am Anfang P1 bis P5, das ist sozusagen ein erstes Schuljahr bis ein fünftes Schuljahr. Und hier ist Lützebäuer obligatorisch. Das heißt, Lützebäuer geht hier an Perioden von 30 Minuten auf der P1, P2, also erstes und zweites Schuljahr, enseigniert. Von der P3 bis P5 haben wir zwei Perioden von jeweils 45 Minuten. Wichtig zu sagen, dass es für die Grundschule, dass es hier effektiv Lützebäuer enseignieren, respektive ich als Lützebäuer Prof sind, die den Kurs garantieren.
Dann haben wir am Lycée den, von S1 bis S3, das heißt 7. 6. 5. haben wir auch Lützebäuerisch obligatorisch. Heuer ist eine ganz spezielle Situation an unserer Schule, weil wir am Anfang parallel drei Niveaus enseignieren. Da könnt ihr euch so vorstellen, bei der Inskription von einem Schüler ging beim Vorstellungsgespräch gut geguckt, was für Sprache kann der Schüler los schwätzen. Aber wenn man da gesehen, okay, den aus Lützburg ein Mammensprachler, dann könnt ihr bei uns oben an einer Klasse, eine Avancés-Klasse Lützburg. Dieselbe Stunde, da können die Schüler den aber los Portugiesisch schwätzen, den ganz neu am Land, sie können Portugiesisch oder Französisch vielleicht schwätzen, die kann parallel dieselbe Stunde kann den an einen Debütanskur, an einen Aufhängerkur gehen. Das heißt, die Führer kann am Fono singen Rhythmus heu schaffen. Das ist am Fono das Spezielle bei uns in der Schule, dass wir effektiv dann eben die drei verschiedenen Gruppen haben. Intermediäre sind die, die sich noch nicht so richtig wohlfühlen, die nicht, nicht ganz gut spätzen, dann aber schon ein bisschen Connaissancen haben. Tischt, wie gesagt, von S1 bis S3 ist das obligatorisch. Die Nachfrage ist aber relativ groß, dass die Direktion auch decidiert hat, dass man so den Schülern die Möglichkeit geben, für weiterzufahren am Lützebäuerischen, so dass man auch der S4 und S5, wir haben momentan just bis S5, wir sind eine Jungschule, eine neue Schule, wir haben noch nicht bis Premier die Klasse. Ne? Das ist ob der S4, also 4. Und 3. am Anfang auch Lützebäuerisch können wählen. Da haben sie den Schwer zwischen der Spruch oder eben Kultur, Literatur. Eben dat, da können wir je noch besuchen, können wir da gucken, sind da Mammensprachler, da machen wir erst Literaturmatinnen, sind da wirklich Leute, die, also kann er da die Spruch noch wollen verdäuben, dann machen wir grammatische Sachen Martinen. Lützebäuerisch gut, wie gesagt, in unserer Direktion ganz groß geschrieben. Dafür auch im Sport, zum Beispiel gibt es die Zuweisungen am Sport, die noch Lützebäuerisch gesagt. Da sind noch Lützebäuerisch Profen, die das dann effektiv garantieren. Und am CR, das ist also ein Service d'Education et d'Accueil, quasi als Maison Relais, als auch Lützebäuerisch Personal, was die Kinder enkadriert. Gibt es da einen großen sprachlichen Unterschied am Lützburgischen an der Klasse zwischen einem Mammensprachler bis hin eben zu einem Kant, der noch gar nicht da mal eine Verbindung war? Wie empfand ihr das dann? Wie geht das dann im Moment gehandhabt? Das ist, wie gesagt, am Sekundär ist es bei uns ganz einfach gehandhabt. Da haben wir eben parallel, zum Beispiel, wenn es hat, die haben wir drei verschiedene Gruppen, wie ich schon sagte, Aufhänger, Intermediär, Avancé. Da könnten Schüler eben an die Gruppe, wo ein dran gehört. Am Primär ist es noch ein bisschen schwierig, wenn wir hier ein erstes Schuljahr haben, können da Kinder sitzen, die perfekt Lützebäuerisch schwätzen. Als Direktion hält doch große Stecker drauf, dass nicht nehmen kann er also nicht nur ausländisch kann er an der Schule sein, mehr aber auch ganz viel Lützebäuerisch kann er. Das ist das ein bisschen gemischt, dass das von dem anderen lehrt. Und das spiegelt sich natürlich an den Klassen. Wenn ich bei einem gucke, ich schulde, da können dann zum Beispiel von 23 Kindern können da 15 sein, die gut kein Lützebäuerisch schwätzen, und der Rest schwätzt perfekt Lützebäuerisch. Und Lied ist es nicht, das ist eine Herausforderung, aber das ist immens flott, weil er von dem anderen lehrt. Das heißt, den der gut schwätzt, kann helfen, kann dem Schwachen helfen, dass er wissen, was Flor sieht. Wir machen mit den, wir lehren eh von dem anderen, wir integrieren die verschiedenen Sprachen. Für den Enseigner bedeutet das aber zwei verschiedene Programme, weil wir schwätzen heute nicht von differenzieren, wir schwätzen heute karrieren von zwei verschiedenen Niveauen. Ja. Das ist das, was relativ schwer ist zu handhaben. Chariot hat den Fanger gehört. Ja, ich meine, wir wissen, wie das, weil ich in der Praxis das mache. Ich denke, das ist vielleicht interessant, wie wenn ich zu zwei gehe und errichten, weil ich denke, in einer Person lang da, mit einer Klasse, dass das wirklich schwierig ist. Das ist genau das. Du musst ihn, weil auch gerade am Primär sind ja nicht unbedingt nur Lützebäuerisch Profen, die da teilen. Das heißt, das sind DAX Lehrerinnen, die die Kur garantieren, die vielleicht nicht den Know-how haben und noch nicht die Zeit haben, für das Material auszuschaffen. Das heißt, eine Menge Meinung nur wäre es gut, auch für Deel oder Deelweise die Kliven zu trennen und dann zusammen zu feiern für verschiedene Projekte. Wir stehen noch an der Kanner Schung da. Ne? Das heißt, da muss man gucken, wie wir da weiterarbeiten.
Allgemein internationale Schulen noch am Kappe halen, das ist ein ganz junges System nach. Mhm. Ja. Und auch wenn Heinz mal Sachen kritisiert, muss ich bedenken, dass so ein Prozess, wo ich merke, okay, vielleicht waren Vorstellungen noch nicht richtig, die am Anfang haben, muss ich nicht adaptieren und gehen immer mehr internationale Schulen, dass sie neu annonciert gehen. Und ich gebe Wort von einfach, wenn die Schulen so regelmäßig zusammensetzen und denke, ja, 2-3 Jahre evaluieren, wie alles um Lützeburg gegangen und wie können wir vielleicht das einfach noch verbessern, weil du hast noch viel Verbesserungspotenzial. Die Ideen, die du sie gut, die Umsetzung noch nicht immer perfekt, auch von den Märkten an den Schulen. Ich sehe noch viel an den Schulen, durch Stagiären, die ich gut gehen. Aber die Märkten, da sind immer ein Elan und ein Willen, für wirklich gut zu machen und wirklich so eine Dynamik, die ich ganz interessant fand an den Schulen. Mit mir sind ich wirklich an den Schulen austauschen. Und ich meine, die zu dir verdienen, sieht viel Vorbild für die Neu. Und ich denke, da sind noch weh muss gehen, aber das kann ganz flott gehen an ein paar Jahren. Gibt es eigentlich genug pädagogisches Material für die Lützeburg und den internationalen Schulen zu vermitteln? Wo stehen wir da? Das ist also internationale Schulen in Lützeburg, du legst das nicht an, dass wir Sekundär oder so ja. Mal bei einer Wissensbildung. Mhm. Wir arbeiten viel mit Material vom INL, weil die Lützeburg mit den Büchern, weil wir kein gutes Buch für die Lycée haben, auch nicht für die internationalen Schulen. Das ist wirklich das große Böse, weil die immer mehr geäußert wird, auch für, pardon, für die Grundschulen, dass die nicht vergessen. Die Nachfrage ist immens groß. Sarah eben, das hält Zeit, die Leute, die wollen machen, das ist nicht so einfach. Ne? Mhm. Die haben gesagt, ja, wir kriegen das Material. Ja, dann waren aber viel Arbeit, da haben drin. Die Stadt hat gesagt, es war die wirklich mit Ugoen für Lützeburg als Fremdspruch, für Kanner und dann auch für Jugendliche da ein Buch zu kriegen. Ne? Wir als Lützeburg Profen fangen nun an, es mehr zu organisieren. Wir haben zusammen mit Simon und ich mal eine kleine Aktion lanciert, dass wir ein Team von Lützeburg Profen Material sammeln. Das können die noch als Ausgangspunkt holen, für dann vielleicht darüber ein Buch aufzubauen. Ich bin doch immer gefragt, ob genug pädagogisches Material für die internationalen Schulen. Ich meine, das ist auch wichtig zu unterstreichen, dass es mangelt dem Do und pädagogisches Material, mehr Material Lützeburg als Fremdspruch. Das ist ja nicht so, dass die internationalen Schulen so eine Insel sind, wo alle guten die ausländischen Schüler dran sind. Ich denke, durchaus am traditionellen System sind auch so viele Kanner, die keine Lützeburg schwätzen. Enseignanten, die am Anfang vom Jahr 3-4 Kanner in alle Klassen, die keine Lützeburg schwätzen, respektive an der Mitte vom Jahr, wie man kann kriegen, was aus dem Ausland können. Das ist nicht nur der Fall an den internationalen Schulen. Du denkst, das ist immer wichtig, statt zu unterstreichen. Es fehlt einfach Material, Lützeburgisch als Fremdspruch. Merci, Simon, das hast du gut gesucht. Flor, du wolltest auch ein Kerl intervenieren zu dem, was Simon du gesucht hat. Ob das, was dir gesucht hat, ihr absolut recht. Dann an der Grundschule als Situation dann vielleicht noch ein Stück weit mehr diversifiziert, obwohl, wenn ich dir nur lausche, Simon, wo dir auch innerhalb von einer Klasse, das wird mir dann innerhalb von einer Schule tun, dass der Kanderhuis, die außerhalb von der Schule mit Lützeburg ganz weniger Kontakt kommen, wo Lützeburg wirklich ein Fremdspruch ist, dann hörst du aber auch, vor allem auch beim jungen Kanner, wo die Lützeburg ein Zweitspruch ist. Es gibt ganz auch rezent Aussätze, auch notamment an der Schweiz. Aber die sind nämlich so ganz rezent, aber sie kommen aber logisch, sie kriegen logisch eine gewisse Visibilität. Integriert Sprache, Didaktik, wo eigentlich versucht wird, verschiedene Aussätze bei ihnen zu bringen. Fremdsprachen, didaktische Aussätze, Zweitsprachen, didaktische Aussätze. Eben für die Heterogenität von der Schule. Population gerecht zu gehen. Na, immer mit Blick darauf, dass Lützeburg ist wirklich eng von den Pilien ist, sowohl an bei euch wie auch daneben am offiziellen öffentlichen Schulsystem. Ne? Da das könnte ihr auch knappen, dass die Kanner, die bei uns in der Schule sind, die ausländischen Kanner, nicht viel Kontakt mit Lützeburg Kanner. Das stimmt eben gerade nicht. Mhm. Bei uns in der Schule ist es ja so, dass als Direktion wirklich Wert darauf hält, dass auch Lützeburgisch Kanner oder Kanner, Portugiesisch Kanner, die aber super gut Lützeburgisch schwätzen, ne? Dass die mit denen Kanner vermischt gehen an der Klasse und dass da wirklich ein Austausch stattfindet. Und das ist immens, wenn den Heinz und Kanner hier schwätzen, den einen, die sehen, ob so Lützeburgisch, dann antworten den anderen auf Englisch und dann können wir den auf Französisch antworten. Das heißt, da können wir, ja, wissen, können sich da wirklich ein Schreif aufschneiden, wie die mit den Sprachen jonglieren. Das heißt, nein, bei uns in der Schule sind Lützeburgisch Kanner, also Kanner, die Lützeburgisch als Mammesprache haben oder eben die Lützeburgisch gut schwätzen. Und das sowohl am Primär wie am Sekundär. Mhm. Das ist nicht das, also die hohe Kontakt mit den Lützeburgischen Kanner. Ich rappelle just vielleicht immer weiter vorhin für die Leute, die gucken und lauschen, die können doch ja Fragen rausschicken, dadurch
froh@webinar.lu, also alles, wenn ihr durch den Kopf geht, alles, alle Urregungen noch par rapport zu den Sachen, die da hat. Floch, du wolltest noch ein Tavernieren. Ich wollte noch ein Kehr zum Simon Singer. Singer Realität kommen, die sehe ich einfach schon dem Modell einfach jemand flott, den ihr da führt. Michel, wenn sie mal Blumen geschossen haben, die andere Seite. Aber ich wollte aber schon ein bisschen drin hängen. Du hast recht, dass es dadurch, dass keiner gemischt gehen, sowohl dann eben Mammensprachler wie andere, dass an der Schule selber relativ viel Kontakt, dass mich kann man vorstellen, dass aber ein Rutsch von der Kanne außerhalb von dem schulischen Kontext relativ wenig Kontakt mit dem Lützebüsch, nur so wie an ganz vielen Klassen von der öffentlichen Schule auch. Und das hat ich eigentlich gemerkt, oder, ne? Wenn ich so außerhalb, also dann aber mehr wie ein Fremdspruch. Das ist richtig, wenn ich meine Schüler gucken am Sekundär, das ist ganz, ganz schwer für sie, für die Bausen und ihrem Leben außerhalb von der Schule mit Lützebüsch nach Kontakt zu sehen, für die Unzeknappen. Diejenigen, die Pferde springen, die lernen noch ganz sehr den Spruch. Du hast nicht das Problem, jetzt sie wirklich absolut ausnehmen. Und so ein Modell da, wenn das klappt, schön. Ja, wenn ich gut am Sekundär, du hast das mit der Integration, den Kontakt mit Bausen herstellen, gut nicht einfach. Und du hast das Lehren von der Spruch dann noch immens schwer. Und ich denke, dass das lange noch schade geht. Da sind immer gedacht, oh, Jugendliche lernen auch so nie verlernt, wie das dann der Primärschule oder Grundschule, pardon, so lebt. Und das ist gut nicht der Fall. Und dafür müssen sie noch da in Lützebüsch noch gut noch aufpassen. Nun haben wir ganz viel über die Apprenant geschaut, wir haben über die Enseignant geschaut, aber wie steht es um die Eltern? Wie reagieren die Eltern auf die Opfer von Lützburg, kommen besonders die Eltern, die vielleicht die Lützburger Sprache nicht so meistern? Hat du eine Experience von euch, Simon, ja, bestimmt? Da gibt ganz viele, ganz verschiedene Reaktionen. Die Majorität von den Eltern, von den Kanadier, die bei uns in der Schule, sie sind immens begeistert, dass Lützburg obligatorisch ist. Verschiedene schreiben also rund für Kurde auf ihn zu kriegen, weil sie mehr Lützburg wollen haben. Dann haben die Eltern, die so motiviert sind, dass sie sich auch um Janel oder allgemeinen Kuren anschreiben, für auch Lützburg zu lehren. Auf der anderen Seite haben die Eltern das ganz, ganz schwierig gesehen, weil sie nicht mehr ihre Kinder können lehren. Mhm. Das heißt, wir machen Exerzisse, wir schwätzen Lützburg und dann natürlich, wir gucken für so Mann wie möglich an der Schule selber zu schreiben, mit zu schwätzen. Dann am Ende von der Stunde schreiben wir aber verschiedene Sachen ab, wo wir dann sagen, okay, für nächstes Jahr gucken wir dann die Vokabulär. Und das ist natürlich immer schwer für Eltern, die kein Lützburg lehren. Da muss man also da kommen wir dann auf das pädagogische Material zurück, was einfach fehlt. Wenn ihr ein flottes Buch hat mit einem QR-Code, wird das auch aktuell am Französischspeicher raus, momentan an der traditionellen Grundschule. Da geben auch den Eltern schon ganz viel Hilfe, für das kann er einfach sehr weiterkommen. Das heißt, die Reaktionen sind ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Wir haben ja 2018 das Gesetz für die Promotion von der Lützburger Sprache. Darüber kommen wir noch zu einem bisschen späteren Zeitpunkt drauf zu schwätzen. Aber für dich wollte ich aber sagen, wir haben auch als Intervenant den Marc Barthélémy bei uns, den ersten Kommissär für die Lützburger Sprache. Und ich meine, er hat doch ein paar ganz interessante Dank ausstehen zu dem heute Volley. Das geschieht auf ganz verschiedenen Leveln, an der Grundschule und am Sekundär soll Lützburg schon eine gewisse Präsenz haben, die auch nicht übertrieben soll sein. Also wir wollen nicht auf den Weg gehen, dass Lützburg, die nämlich die Importanz kriegt, zum Beispiel an der Promotion wie die anderen Sprache, weil das natürlich nach einer Barriere mehr wäre für die Schüler und noch nicht ging unbedingt dazu beidrohen, den Gut um Lützburg zu promovieren. Es soll aber zumindest so sein, dass alle Schüler die Möglichkeit kriegt, für mehr Lützburg zu lehren. Also es gibt verschiedene obligatorische Kurse, wo eine Introduction gemacht wird, das soll für Katrin fixiert, ob die in den nächsten Klassen. Und da soll die Schüler die Möglichkeit kriegen, zum Beispiel für eine kurze Belehrung, wo er Lützburg schreiben lehrt. Weil eine von den Reprochen, die nicht mehr kommen, ist, und nicht so unrecht, dass gesagt wird, hey, am Land kann ein Primär machen, ohne mal die Möglichkeit zu haben, für zu lehren, wie er Lützburg richtig schreibt. Zumindest dem Reproch beginnt man dann mal. Mit das sind natürlich Diskussionen, die nach der Führung gehen. Dann ist natürlich ein immens große Wolle, dass viele Leute Lützburg lehren wollen,
Ne? Natürlich die Schüler, die an Cours de Roudre kommen oder die nicht automatisch an der Primärschule lehren, weil die Population nicht überall so ist, dass sie automatisch lehren. Das ist also eine Frage von Lützburg als Fremdspruch lehren. An die größte Problem, den allergrößten Problem, den wir haben, ist die Abwehrzwölle und Erwachsenen, die wollen Lützburg lehren. Das sind wirklich immens viel, und nicht nur hier im Land, sondern auch im Ausland. Und da sind natürlich die Menschen, die da das Leben zum Lützburg machen, die machen da das verursachen. Oder als enger von zwei Ursachen, entweder weil sie hier Arbeit sichern und auf vielen Domänen in Lützburg ein Avantage ist, oder weil sie Nationalität wollen kriegen. Und eine Antwort darauf zu gehen, ist nicht ganz evident, weil so viele Monate sind, dass man es nicht können vorstellen, auch noch mit den unterschiedlichen Situationen von denen Leuten, dass man es nicht können vorstellen, dass man das alles mit Kuren machen, die präsentiell sind. Soweit also den Marc Barthélemy, weil ich von euch dort reagieren, Sherry Chantin. Ja. Für dich mal fand ich, muss noch ein sagen, der Marc Barthélemy hat ganz viel gemacht für Lützebäuer, allgemein am Lycée. Mm-hmm. Ich meine, ziemlich nicht mehr gehen, wahrscheinlich hat er als Lützebäuer Prof sitzen, wenn er nicht gehen kann. Und nicht recht als Kommissär hat er sich viel angesagt für Lützebäuer, aber auch schon für drin hat er mal alles, was er könnte, hat er den Weg präpariert und dafür auch mal ein Merci und seine Arbeit. Die Live-Orthographie, das ist immer so eine Sache, nicht absolut recht dann, also wir haben viel Austausch, wir sind immer bei einer Welle lang. Das ist richtig und wichtig, dass ein Opfer gemacht wird, für Lützebäuer ist, schreiben zu lehren. Das Problem ist, dass ein dicker Lasch von dem, was die Juren spielen. Ne? Ich drehe nicht mehr auf, wenn ich mit Leuten schwätze, und was dann mir alle sind, so, oh, ich hätte aber gerne Lützebäuer schreiben, geht am nächsten wie flott. Aber am nächsten selber, ich überlege noch nicht so, dass ich das da freiwillig will machen, und in die Reife, weil ich noch nicht gesehen habe, was ich das bringen kann. Und da muss man irgendwie die Jungen kriegen, dass sie verstehen, ah, ich kann flott sein, wenn sie es lehren, dass sie es wollen lehren. Und das ist auch eine Challenge, für das rüber zu kriegen. Aber ich fand es wichtig, wie ihr seht, dass wir die Opfer machen, dass die schon los gesehen und das interessant kann sein, wir haben nur das können machen. Chari Chanten, wir bleiben direkt dann noch bei dir. Du hast den Beruf vom Lützburg Enseignant, den hast du ganz vielfältig am Enseignement secondaire. Das ist ein gut Froh, hast du nicht. Hast du nicht? Ich will kein falsches Bild gehen. Eigentlich als Lützburg-Prof in der Finale Lützburg als Fremdspruch enseigniert, wirklich vier ab. Und das ist so nicht so immens vielfältig, das ist immens flott, ich meine, Simon kann das konfirmieren, wie man das immens gerne. Mehr vielfältig ist also vielleicht nicht, von dass es in all Jahr zwei, drei neue Kuren gibt. Ne? Das ist aber oft repetitiv. Ich beschwere mich da gar nicht, das flott, aber ich will nicht, ob vielleicht für ihn interessiert, dass Lützburg Prof zu gehen, das Bild gehen, dass es so vielfältig ist, dass es in sechs verschiedene Kuren, da Arten von Kuren hört, dass es vielleicht nicht, dass viel Lützburg als Fremdspruch, aber mit den Änderungen können da vielleicht mehr Variation ran. Mehr, ich fand, dass Lützburg als Fremdspruch gehen, aber immens flott und immens bereichernd, auch als Mensch fand ich das ganz wichtig. Mit gehen auch verschiedene Formen von Lützburg unterricht, ob den verschiedenen Klassen. Vielleicht können wir da drüber gehen. Ja, also mir finde ich, mit Lützburg ist für schon Mammenspruch oder Mammenspruch ist ein Niveau, die Lützburg als Zweitspruch gelehrt haben. Da hat man bis los. Ob das hat im Klassik eigentlich noch Lützburg pro Woche. Und das ist die Wolle, wo am meisten Änderungen kommen, aber wo dann auch so mal für Lützburg Prof dann auch Möglichkeit könnt für andere Kuren zu halten. Da werden wir dann ab dem nächsten Jahr auf der Katrin Klassik eigentlich noch Lützburg pro Woche an die Großneuerung am Enseignement General wird auch dann eigentlich noch Lützburg auf der Katrin sein. Und dann eben, wie wir schon angeschaut haben, auch am Klassik, der Projekt A-Sektion, das wird dieses Projekt mal am Anfang sehen, sind wir gespannt, wie es weitergeht. Aber du kannst eben am Lycée Michel Rodange für eine A-Sektion, nicht Spuren Italienisch, aber eben auch Lützburg dann wählen. Und das geht dann auch ein Fach auf der Premiere. Das ist wirklich drei Jahre, troisième, deuxième, Premiere, wenn ich dann intensiv mit der Lützburger Sprache und eben auch mit der Literatur beschäftigt. Das sind E-Volley. Den Hauptvolley von unserer Arbeit, das ist aber final Lützburg als Fremdspruch enseignieren. Und da haben wir auch ganz verschiedene Klassen. Mit der Case-Klassen, die haben 4 Stunden Lützburg pro Woche. Normalerweise in der Case-Klasse geht es dann rüber auf die Klasse d'Insertion. Insertionsklassen, das sind 3 Jahre 4 Stunden Lützburg pro Woche. Und dann nur das 5. Diese an Klasse ein Regime Linguistik spezifik. Und du hast Lützburg noch nicht wirklich viel präsent. Das müsste geändert gehen. Dann haben wir die Klasse d'Integration pour jeunes adultes, das sind Kliegerklassen, das sind Junker, die hinkommen, die mehr als 16 Jahre haben. Und die dann 2 Stunden Lützburg Prof während einem oder 2 Jahren, das hängt von auf. Die Formation professionell, die wir nicht vergessen, wir haben Lützburg auch so verstreht präsent, erst als Option, fakultativen Modul. Dann eben, sind wir Enseignement secondaire, die internationalen Schulen, internationale Klassen, und du hast da meistens 2 Stunden Lützburg pro Woche. Also du gesagt, wenn ich vergleiche, Lützburg als Fremdspruch, also am Enseignement secondaire viel mehr verbreitet, wie wenn ich guckt als Landeskunde oder Mammenspruchliche Niveau. Ne?
Mhm. Ich auch, weil ob die Vielseitigkeit vom Beruf am Anfang ausschwatzen. Ich sind du ganz ein bisschen anderer Meinung wie Chari. Ich finde, dass ich einen immens vielseitigen Beruf habe, weil ich eben die Chance habe, dass ich als Lützeburg Prof an der internationalen Schule kann ich am Primär enseignieren, wo ich verschiedene Niveaus habe, wo ich kreativ kann schaffen, Arbeitsmaterial ausschaffen, Spieler organisieren und so weiter. Und ich habe am Sekundär eben die drei verschiedenen Niveaus. Das heißt, wir gucken, wir sind zu drei Lützeburg, also zwei Lützeburg Profen, ein Stagiaire, der Lützeburg Profen gehen momentan bei uns am Gebäude. Du siehst auch schon die Stellenwert, den als Direktion im Lützeburgischen Welt geben, dass wir zu drei Stück sind, die wirklich den Master am Lützeburgischen gemacht haben. Dann haben wir eben du setzt mir aus der Summe, wenn wir nicht wollen, nicht mehr Lützeburg als Fremdsprache enseignieren. Dann haben wir dort die Möglichkeit, wie sie sagen, oh, das Jahr holen nicht mal ZDM und CZM, ich will da gerne Lützeburg als Fremdsprache enseignieren bei den Aufhängern. Und dann will ich auch noch eine Klasse haben, eine Avancé-Skur, die da parallel auch lebt, wo ich dann echt die Literatur, Lützeburg Literatur belichten. Das heißt, da fand ich am internationalen System, wo ich einfach die Chance, dass ich immens vielseitig kann schaffen. Ich meine, das ist nicht schön, du bist am internationalen System und die sind doch nicht flexibel. Weil dir eigentlich immens viel könnt matschwätzen von dem, was ihr wollt machen. Ne? Das ist die Chance, und ich mal, was dir an eurem Beruf hat. Auch noch, dass man mit der Grundschule, dass du eben da kannst schaffen, ne? Dass das so bei den meisten Lützeburg Prof nicht der Fall. Ich meine, vielfältig, ich fand mich vielfältig für die Schüler, die ihn hört, Situationen, die ihn erlebt. Ich wollte nicht so ein Bild verkaufen, dass es so vielfältig ist, wie vielleicht einfach Französisch oder Deutsch, wo ich dann immer viel verschiedene Bücher lesen kann, wo ich alle Jahre mit anderen Programmen kommen, weil heute Lützeburg enszenieren, ne? 1, 2, 3, also 1, 2, 3, ne? Das ändert nicht von Jahr zu Jahr, aber dafür kann ich seine Methoden adaptieren und sich für sich selber vielfältig machen. Ne? Ich meine, dass ihr da mehr Flexibilität tut, weil ihr einfach da mehr gestalten könnt an den internationalen Schulen. Schari, wir sind dann mehr konkret in der Schäden zwischen dem Lützeburgischen als Fremdspruch und dem regulären, so ein schmal lützeburgische Unterricht, wo dann Bereiche wie Literatur, Grammar eben thematisiert oder behandelt. Das hast du ganz klar getrennt. Okay. Ne? Ja. Also im Weg steht, die als Fremdspruch lehren, die noch ein ganz anderes System. Das ist eine gute Sache. Ja, anders ist es möglich, weil die Schüler kommen nach hinten, sie können eigentlich was Französisch können, also mir einfach, aber sie können meistens nicht wirklich einen Spruch schwätzen. Das ist ja wirklich dann, dass ein spezieller Weg für sie, für das uns einmal intensiv Französisch lehren, da gehört Lützeburg dabei, dann noch Englisch, dann Deutsch doch noch. Da sieht ihr viel zu lehren, ne? Aber sie können nicht ein normales Schulsystem überleben, einfach wenn es eine Spruchproblematik, ne? Das geht wirklich nicht. Was dann noch nach am Enseignement secondaire, am Lützeburg Enseignement? Ich habe geschwärzt, die 4. Klassik. Ja. Du könnt 1 Stunde pro Woche, 4. General, 1 Stunde pro Woche aneben das Projekt A-Section. Voilà, das sind die großen Änderungen, die wir die nächste Runde haben, wo wir froh sind, wenn die Klassen alle mal anlaufen, für sie gesehen, wie es wird laufen. Wir haben Programme ausgeschafft und da sind wir so gesagt, du schaust das Programm aus und dann muss man wahrscheinlich vielleicht noch Sachen justieren, aber wir freuen uns darauf, wenn das alles mal anläuft und nicht nur Theorie bleibt. Das ist ein anderer wieder, also Spruch oder die Spruch, also ganz wichtig, ein Integrationsfaktor. Wie kann ich den dann noch mehr fordern, den Faktor? Also das ist ein ganz gefährliche Frage. Es sind immer, als Hauptarbeit, das wirklich an der Integration zu helfen. Da habe ich den Lützeburg Spruch, und Simon, ich meine, du wärst doch so, oder ich denke noch am INL, also so, dann sind ja den Spruch nicht, weil ich gehe mehr Spruch geht, also weil ich meine, der Schüler in Lützeburg ist überall schwätzen, aber dann sind ja den nicht, weil ich will den Schülern helfen, dass sie besser leben. Und das ist da, wo wir wirklich noch Probleme haben am Enseignement secondaire. Ne? Das muss ich wirklich als nächste Etappe ein auf den Licht holen, dass wir gucken, wie wir die Jugendlichen viel besser integriert kriegen, weil das für mich persönlich ist das wirklich noch nicht gut. Wenn ich Beispiel hole, ne, die maletische Musel so in internationalen Schulen, da sind 3 Jahre Lützeburgisch pro Woche, 3 Jahre Lützeburgisch obligatorisch 2 Stunden pro Woche, das geht nicht durch. Aber das zieht sich aber quer durch die Garde. Überall, wo Lützeburg als Fremdspruch am Lycée enseigniert wird, geht das für 4 Jahre nicht durch. 3 Jahre geht nicht durch, für den Spruch zu lernen. Wir sind mindestens 5 Jahre obligatorisch. Man nicht nur an internationalen Schulen, noch die Wirtschaften. Ne? Da geht auch 3 Jahre. Das geht wirklich nicht durch. Und sie wollen nicht weiter lernen. Aber sie gehen von einem Schulsystem gebremst. Und das ist das Wurscht. Und das kann nicht sein. Kann nicht sein, dass mehr Leute bremsen, die den Spruch verlieren, die ich will besser integrieren. Und wir gehen ihnen kein Opfer, für sie zu lernen. Ne? Und da fand ich das System, Simon, wie dir das gemacht hat. Ich will meine Ideen noch fertig für ihre Merci. Das System, in dir macht, Simon, dass man Optionen anbieten, dass er so, okay, wir gehen ihnen die Möglichkeit, für noch zu lernen. Das ist das, wie wir auch müssen. Am Lycée machen, dass ihnen, egal welche Möglichkeit gibt, können doch ganz einfach machen. Zum Beispiel in der Sankt-Jam geht ihnen der Schwach, ob sie Deutsch oder Lützeburg zu lehren. Weil schwache Schüler,
den er überfu am Deutschen. David Lützeburg ist weiterlehren. Ein starker Schüler, den muss ich nach dem kein Deutsch zu lehren. Das wäre für mich ganz einfach umzusetzen. Auf jeden Fall müssen wir davon aussetzen und als Option irgendwas anbieten, dass wir unserer Verantwortung gerecht gehen an, unser, an der Integration. Weil wir können nicht nur hin und Schuld gehen, sie hat schon integriert, weil wir den Doffer nicht machen, für den Spruch zu lehren. Mhm. Flo, du wolltest noch etwas beifügen? Ich wollte einen Aspekt dabei setzen, den mal an den Kopf kommen, wie ich dir nur gelöscht habe, Schari. Ich habe mir ganz viel geschwört über die Lützeburg als Matière, als Fach, das enseigniert wird oder als, als Spruch für Literatur, für Kultur, für Texte zu vermitteln. Lützeburg ist aber auch Unterrichtsspruch, nämlich Spruch für Mathe an anderen Fächer zu enseignieren, notamment am Fundamental, das ist ein ganz großes Defi, weil ja auch den Troll vom Lützeburg für allem am Fundamental über die Schulzeit wieselt am Siegel ähnt, von dem wir für drüber geschwärt haben, also sowohl Mathe, wenn ich so kann, so ein Spruch steht am Mittelpunkt, an ganz vielen Unitäten, aber auf der anderen Seite ist der Wort Spruch für sich über andere Mathe-Ren zu verständigen. Am Sikel 2 tritt eigentlich Deutsch ein Stück weit an, oder zu einem ganz großen Teil, halt die Rolle an, ne, von der Spruch, die du gebrauchst, für dich zu verständigen. Über Matjaren an mir hatten, über die Jahrzehnte haben wir eigentlich ein ziemlich zwiespältiges Verhältnis zu Lützeburgisch als Unterrichtsspruch. Ich kann mich erinnern, wie ich meine, dass wir 2009 Bildungsstandard Sprachen rauskommen sind, als dann auch thematisiert ging, dass wir eigentlich versichern dann auch, wenn wir Mathematik auf Deutsch machen oder machen Sciences auf Deutsch, dass die ganze Kommunikation auf Deutsch geht. Und du hast lützeburgisch Enseignant, ein Mammensprachler, du hast auch einen Ritsch Lützeburg Kanner, du Kanner, die aus dem Siegel 1 kommen mit Lützeburg, du rutscht immer Lützeburg ran. Und das ist eigentlich Charakteristik von einem mehrsprachigen Klassenzimmer, dass Lützeburg da ranrutscht. Und gut, eine Instruction ministerielle, die eigentlich versichert hat, ich meine, die war echt dafür die Sekunde, die hat eine Woche Repercussionen für die Fundamental, ich meine, das war 2010, kann ich nicht hören. Kann ich nicht. Und die einfach auch versichert hat, auch den mich conscient, den mich bewussten Umgang auch mit Lützeburg als Unterrichtsspruch ein bisschen zu regeln, für einfach auch der Spruch einen Platz zu geben, weil sie aber immer irgendwo aber auch im Abschinkt, ne? Auch wenn ich so ein Deutsch aus meinem Unterrichtsspruch oder Französisch aus meinem Unterrichtsspruch. Und ich denke, dass das auch für Zukunft noch ein Pist wird. Also es ist wirklich auch noch ein mit den verschiedenen Rollen, die Spruch hat, an einem Schulkontext also nie setzt. Das ist effektiv ein interessanter Ansatz, den an den internationalen Schulen ja auch die was umgesagt wird, ne? Wenn den Sport oder auch Musik, ich meine das auch Musik, ne? Wenn du dann auch Lützeburgisch geholt hast, für dann eben auch Lützeburgisch noch mehr an der Schule präsent zu machen. Ne? Das Problem ist just, da setzt aber nicht der Lützeburgische Kurs bei den Klassen. Das geht da nicht durch. Das ich fand ganz wichtig, ja. Bei den Klassen, die ich habe, da geht es nicht so gut, weil die lehren immer intensiv Französisch und du hast dann effektiv den Fokus auf Französisch. Ne? Dass sie das mal lehren. Ich weiß, wenn du jetzt von der Weh fandest, für das mir umzusetzen, weil das fand ich auch ganz interessant. Das, oh. Da kommt mir gleich mal, ja, Maisi. Ich wollte nur darauf reagieren. Du sollst für die Lützeburg mehr an der Schule präsent zu machen. Ich meine, das ist auch wichtig, für die Lützeburg mehr an der Gesellschaft präsent zu machen. Weil ich fand die Idee ganz flott. Wir haben eine Assaktion an unserer Mammenspruch, dass das für uns etwas ganz Neues, Revolutionäres, dass das eigentlich an all den anderen Ländern ist, das ganz normal. Und das ist da eine Realität. Und du hast auch von der Karriere geschwärt, vom Lützeburg-Prof. Ich fand das auch wichtig, für zu hören, dass es auch die Karriere gibt vom Formateur der Adulten am Lützeburgischen. Und dass es da auch für die Präsenz vom Lützeburgischen an der Gesellschaft, an der Bildungslandschaft, für den nach zu vergrößern, gibt auch die Sikel vom Master am Lützeburgischen komplettiert durch einen Bachelor am Lützeburgischen. Und so hat er eigentlich ganz geschafft. Es geht von der A-Sektion geht an einen Bachelor, geht an einen Master und dann hat er nur an dem Enseignement hat er zwei Karrieren eigentlich, die abstehen. Das heißt der Prof, sowohl wie der Formateur der Adulten. Wir kommen ein mehr im Detail auf den Janel zu schwätzen. Ich ging noch gerne Kroche über Duni machen, weil mir eine von unseren Expertinnen in der Mitte ist, Melanie Wagner, die auch zu Wort kommen will. Und sie ist Direktrice d'Etudes von der Formation Continue Lützburger Sprache und Kultur auf der Uni. Hier geht es darum, über den Institut und der Vigne de Götz. Und vor allem, was planen Sie für die Zukunft? Hier ist Melanie Wagner. Also den Institut für Lützeburger Sprache und Literatur geht es hinter 2006. Und da haben wir am Anfang mit 2006 angefangen zu schaffen.
an hun du noch angefangen, Formationen auszuschaffen und natürlich auch Recherche zu dem Thema von der Lützburger Spruch an den Sprachen zu Lützburg, an den Literaturen zu Lützburg zu machen. Den Moment bietet den Institut zwei Studiengänge an, den Master en Enseignement secondaire mit der Filiale Lützburg an eben eine Formation continue Lützburger Spruch und Kultur an der Zukunft, also da auch envisagiert am Kader vom Bachelor in Kultur Europäen in Lützburg Filiale anzubieten. Mit dem Master haben wir am Anfang angefangen im Jahr 2009, wo der Master war, den sich auch schon fokussiert hat auf Lützburger Spruch, Literatur, Kultur, den aber nicht unbedingt Fokus hat für den Enseignement. Und da hat der Master sich in den letzten Jahren natürlich stark gewandelt, weil er eben nur ganz speziell akzeptiert, dass ob den Enseignement secondaire, man hat er Gedanken, dass die Leute, die sich dafür interessieren, für Lützburg Prof zu gehen, den Master da können machen, für dann nur auch können den Konkurs zu machen. Den Interesse und den Master war am Funkzenter 2009, also wo er angefangen hat, relativ groß immer. Wir hatten immer viele Studenten, die sich für Lützburg und auch Kultur und Literatur interessiert haben. Und an den letzten Jahren, wo natürlich auch die Karriere vom Lützburg Prof mehr ausgebaut ging, also auch den Interesse und den Master mehr groß ging. Ja, Charie. Ich fand immens wichtig, dass wir den Bachelor kriegen. Mhm. Dass ein bisschen, wie man sie gerade durchgestaltet hat, ne? Da kann ich das Sektion machen und dann geht ich weiter mit dem Bachelor und dem Master. Das Problem vom Master war nur, und dafür können sie auch nicht wirklich nicht, so als auch gegangen, die den Master gemacht haben, du fängst ihn eigentlich bei Null an, an eigentlich Master, seine Spezialisation. Und dafür kann der Master nicht so weit gehen, wie es müsste sein. Und das Medien hat auch, dass sie vielleicht noch Lacunen hat, weil sie in 2 Jahren einfach nicht so viel abschaffen konnte, wie andere Leute auch 5 Jahre in ihrem Studium konnte machen. Und das ist einfach jemand schuld. Und durch den Bachelor kann er damit weit gehen und sein Wissen, also Informationen verdienen. Auch für allem dadurch, dass der Master belustig ja auf der Liste ausgerichtet, sie nach einer Stunde verloren gegangen, die ob Literatur, Linguistik oder was auch immer kennt machen. Mm. Und dafür ist es so wirklich immens wichtig, dass wir den Bachelor kriegen. Du kannst dir natürlich auch vorstellen, wie groß ist denn Interesse in der Formation continue? Melanie Wagner, nein, käme denn auch so? Auch bei der Formation continue ist nur froh am Funk relativ stabil immer blieben, sind dass wir sie 2007 angefangen haben anzubieten. Und auch da sind wirklich viele Leute, die sich dafür interessieren, Lützburg zu enseignieren, aber natürlich dann auf einem anderen Niveau. Die interessieren sich ganz oft echt dafür, vielleicht für den ein oder anderen Kurs am Lützburg zu halten und nicht unbedingt eine ganze Karriere in dem Bereich umzustreben. Und da sind aber auch immer viele Leute, die sich eigentlich für und allem für die Lützburger Spruch und für die Lützburger Literatur und Kultur interessieren und am Anfang die Formation auch machen, für mehr darüber können gewürzt zu gehen. Wir haben da von Studenten, die den Bachelor gerade richtig aufgeschlossen haben, bis zu Leuten, die an der Pension sind und lose einen neuen Defi nach einer Kavelle stellen. Und das bringt doch mit sich, dass Diskussionen am Anfang immer ganz flott sind, weil ganz viele Leute aus vielen unterschiedlichen Lebensbereichen zusammenkommen, die dann da zusammen diskutieren und zusammen schaffen. Wie steht so schön auf den Gesellschaftsspielern von 0 bis 77 Jahren? Das trifft dann noch auf Lützburg. So. Wir von allem, wie seid zusammenarbeitet durch die Uni an der Education am Lützburg hinaus? Die Zusammenarbeit zwischen der Education und dem Institut, das eine Zusammenarbeit, die wirklich erfolgreich ist und die auch ganz wichtig ist, weil natürlich ist es für uns als Institut wichtig zu wissen, welche Bagage muss man als Studenten mit auf den Weg gehen, für dass sie auch hier noch an ihrem Beruf gut equipiert sind, für ihren Beruf können auszuüben. Und gleichzeitig hilft uns natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Leuten im Terrain wirklich den Studenten die Möglichkeit zu gehen, praktische Erfahrungen sammeln zu gehen. Sie können an den Stage gehen bei Profen, die schon am Beruf stehen.
an auch den Austausch mit den Leuten, die im Terrain arbeiten, erlaubt uns natürlich dann auch immer wirklich ganz genau zu wissen, was passiert am Unterricht vom Lützebäuerchen, nicht nur an den Kuren, die zum Beispiel am Sekundär auflaufen, aber auch zum Beispiel an der Erwachsenenbildung oder ob der Cluster Köln und der Cluster Insertion, für das wir wirklich dann können unseren Enseignement ganz breit gefächert am Funk abstellen, dass dann als Studenten am Funk wirklich auch einen Ablick an die verschiedenen Bereiche kriegen. Für verschiedene tut zu reagieren, Shari. Ja, das ist auch, Sie meinen Flot und schmengen Simon und Maisi wollten noch etwas zu. Wir hatten alle guten Studenten auch am Stage. Und das ist interessant für Sie, einfach den Beruf mal kennenzulernen, auch für sich selber mal ja, festzustellen, ob ihr will den Beruf machen. Ne? Die Chance wird nicht jeder haben, nämlich in den Konkurs, den Stage, und dann merkt ihr, das ist nicht mein Beruf. Und die Experience, Sie meinen Flot, für das weiterzugehen, die Begeisterung weiterzugehen. Ich denke noch, dass das wichtig ist, dass die Stage da kommen aus, weil Charia ja nicht mehr noch den Master gemacht, wo kein Stage drauf war. Und ich meine, du kriegst ihn auf der Uni ein bisschen falsch gespielt, das möchte ich, du hast Lützebäuerische Literatur, ja? Und da können den wahrscheinlich an der Lycée du nur, und da will die Literatur enseignieren, und dann merkst du, ich muss hier Lützebäuerisch als Fremdsprache enseignieren. Das heißt, du, also schon wichtig, dass die Leute auf den Terrain kommen und mal gucken, okay, was musst du machen? Ich habe doch Studentin, die dann gesagt, ich muss dir cool, ich muss alles selber präparieren. Ja, wir haben nicht viel Material. Wir haben zwar den was geliefert, wir haben den Schwarze Lützebäuerisch ist super abgebaut, aber das ist für Jugendliche nicht eins zu eins zu gebrauchen, weil einfach verschiedene Sujets, Wohnungssicht oder so, das sind Sachen, die den Jungen einfach nicht interessieren. Mhm. Wo man einfach mehr Schüler orientiert muss schaffen. Und dafür kann ich nicht mehr begrüßen, dass das Stage da kommt, was doch flott ist, für einfach die Leute vom Terrain kennenzulernen, für du sich schon kennenzulernen, für eine Nummer Material auszuschaffen, war das ein ganz wichtiger Schritt. Ich will zu präzisieren, Schweizer Lützebäuerisch ist auch wirklich für Erwachsene ausgeschafft. Ja, genau. Dass alle aus Kritik und Buchgeber rüberkommen, das ist wirklich nicht für die Lüssige durchgewirrt. Da bleiben wir bei den Erwachsenen. Verlor sind nämlich du Maisi. Ich wollte aber auch noch ein paar Jahre, wenn du als ganz oft gesagt gehst, den Master, den hast du auch gesagt, ob den Enseignement Secondaire. Das ist aber auch so, dass den INL auch Stageplätze anbietet und dass wir auch Stagiaire bei uns abgeholt haben. Und wir sind auch immer ganz froh, für zu erklären, okay, der Lycée-Prof, der das eine Möglichkeit und der Formateur der Adult als die andere Möglichkeit. Und weil er da Lust nicht durch den Frühstück. Das kriege ich ja auch mitgedehnt, das kann ich da versichern. Ja, ich weiß, da ich weiß, dass du deinen von, Job bist. Ja, nee, das ist einfach ein Hecht so. Wir haben Lützebäuerisch, ich kann den INL da einfach nicht rausholen. Ne? Das ist klar, das ist so wichtig, auch für ihn eben, für die Karriere, für das können sie machen. Dafür kriege ich schon gesagt, dass sie können an die Lycée gehen oder eben mit der Wurzeln schaffen. Und da sind auch viele, die schon hier Idee haben, wo sie wollen gehen. Das fand ich auch flott, dass sie können am Ende auch am INL das Stage können machen. Weil ich meine, es hat ein bisschen gedauert, bis ein INL da abgeholt gehen hast an der Roulement. Und da will ich rumknappen, wir schwätzen nur von der Wurst, also für daneben mit der Wurst nicht zu schwätzen, wir schwätzen vom Sekundär. Ich hatte zum Beispiel einen Studenten, den das wollte eigentlich Lehrerin gehen und hat aber so schon eine Idee durch welche Ursache noch immer, hat bei uns festgestellt, oh, wenn ich in Lützebäuerisch Prof gehe, dann kann ich auch am Primär noch enseignieren. Und ich meine, dann haben wir eine Win-Win-Situation, weil dann haben wir nämlich einen Lützebäuerisch Prof, den wirklich den das gelehrt hat und den am Primär kann Schule halten, wo einfach, was der gerne wollte machen, was der vielleicht durch verschiedene Umstände nicht konnte machen. Und das haben wir noch nicht vergessen, dass an internationalen Schulen dann auch die Möglichkeit besteht, für Lützebäuerisch Prof, für am primären Schule zu halten. Mhm. Wenn wir aber bei den Erwachsenen bleiben, aber bei Maisi, ging ich gerne wissen, wie groß ist eigentlich momentan noch froh für Lützebäuerisch Chören am Janel? Ja, Nofro, die geht ständig an die Luft, das weisen als Inskriptionszahlen. Wir hatten lo an den letzten zwei Semestern hatten wir alkes über 3000 Inskriptionen am Lützebäuerischen allein. Und weil das geht permanent an die Luft, lo das Semester sind Zahlen noch nicht ausgewertet. Mir das gesagt aber so aus, wenn das auch so weitergeht, mir haben noch ganz großen Interesse und den A-Niveau natürlich, mehr aber auch hier noch an den höheren Niveauen geht leider aber auch gerne weiter.
Und dann ist ganz flotten Témoignage, den ich will zum Beste gehen, das nämlich den Ili Wladimir Mitea, den als Architekt, wo du gefangen Lützburg um ihn zu lehren. Und das ist am Anfang impressionant, wie ihr schwätzt, und aber auch von allem zu hören, was dich motiviert, für Lützburg zu lehren. Moin, ich bin Vlad, 35 Jahre alt, und ich komme aus Rumänien. Ich arbeite seit 4 Jahren zu Lützburg als Architekt. Die ersten 3 Jahre habe ich Französisch gelernt für meine Arbeit. Meine Chance war das von Anfang an mit Lützburger an einer WG zu wohnen. So konnte ich mich frei und Sprach beruntasten. Am 10. Februar besichtigte ich den INL für Lützburgisch zu lehren. Ich fand es wichtig, dass ich mit der Sprache und der Kultur vom Land, wo ich lebe, auf Zähne zu setzen und die Sprache zu lehren. Wenn ich so etwas höre, dass du wirklich ein erfolgreiches Leben hast, wenn ich so alles resümiere, was bis jetzt gesagt wurde an diesem Webinar, dann hast du heute ja wirklich Kiste im Kuch. Du hast immens flott für uns. Kennen die Flotte, wenn bei mir am Französisch gehört, dass ich mein Flotte gesagt habe, d'entrée, die passiert heinz du über Französisch, weil das ist die erste Spruch, die sie brauchen für den Beruf. Dann sind die Leute aber eine Zeit lang bei uns am Land und sie sehen, okay, für meine Integration will ich Lützburg lernen, ich will mit den Leuten, die ich am Alltag begegne, will ich Lützburg lernen, ich will auch mit meinen Kollegen, mit meinen Partnern, mit meinen Kanner, will ich können Lützburg schwätzen. Und das ist auch ein Fall, ich habe selber gesagt, ich komme aus Rumänien, denn das ist eine Person, die mehr Sprache schwätzt. Und der Gruppe von unseren Apprenanten schwätzt 3, 4 oder 5 Sprachen. Und das sind als Statistiken, die gehen das raus. Und da ist eben auch den Effekt von den Trepliken. Das ist die Leute, die haben Strategien, die sie mitbräuchten, tun als Kanner, haben sie viel Sprache gelernt als Jugendlichen an der Arbeitswelt im Ausland. Und dann fällt das ihnen wirklich nicht schwer, für Lützburgisch zu lehren. Und sie sind motiviert, dass auch immer ein flotte Ambiance an der Kuren, das ist ein Witzespruch. Und ja, für uns geht das eine ganz große Satisfaktion. Mhm, das ist auch schön zu hören. Ein anderer Experte, den wir heute bei uns haben, ist Erik Gürens, das ist ein Direktor vom Service der Formation des Adultes. Und den haben wir gefragt, wie Toffer vom Service der Formation des Adultes ausgesagt. Am Lützburg noch von allem, wie groß ist der Mond für die Lützburg Kuren? Wir haben einen ganz grossen Mond in Lützburg gehören, vor allem ganz viele Leute, die wollen Lützburg lehren am Kader von der Nationalität, das ist die Lützburg Nationalität hätten. Da sind alles Kuren hauptsächlich für die Leute, die schon mal lange am Land wohnen und die da 24 Stunden Lützburg Kuren müssen zertifiziert kriegen. Doffer insgesamt, wir schaffen da auf 5 Pillen, wir bieten als Service selber Kuren an. Wir schaffen zusammen mit den Lissen, die da in Form von Oves-Kuren anbieten. Wir schaffen zusammen mit Gemengen und mit SBLen, die auch Lützburg Kuren sowohl am Tag wie Oves anbieten. Da sind verschiedene, die just auf Lützburg spezialisiert sind, andere, die mir ein Brett offen an der Westen Bildung. Und da schaffen wir auch an der Großregion über Euregio, wo wir sowohl an Deutschland, an der Grenzregion wie in Frankreich auch Lützburg Kuren anbieten. Soweit also zum Interesse für die Leute, die eben Lützburg lehren wollen. Wir sind mit den Enseignanten, die sich auch hergeschaut haben. Wie steht es darum, sei es nicht den Erik Gürens? Zusammen habe ich gesagt, so aus, dass die Gemeinde muss für dich eine Konvention mit uns machen, die also verschiedene Bedingungen geknappt hat, ne, dass sie Träumlichkeiten haben, dass sie Programme haben für die Kuren. Und auch ganz wichtig, dass die Formateure, die Formateure, die auf die Kuren sitzen, dass die nötigen Qualifikationen haben, dass die Formateure müssen von uns agreiert sein, wo wir da gucken, ob das stimmt.
Und in Contrepartie können sie davon eisen Subventionen auch für die Kuren, dass sie nicht die ganzen finanziellen Wolle selber müssen drohen. Zu so einer Sucht, dass für den, den sich anschreibt, die Kur 3 Euro die Stunde kostet. Aber ja, das ist ein bisschen schwierig, dass Lützebüch Enseigner nicht so einfach sind zu fanden. Das ist schon viel Gemengen oder Prestatären, die den Fleisch noch mehr gehen machen, mehr, dass es ein bisschen nun Formateure fehlt. Also Enseigner sind schwer zu fanden. Wie gibt es da ein Lobby machen für Enseigner, die sitzt da? Die schafft alle am Bereich. Was gibt es so ein ganz kurzes Wort dafür, dass die Leute sollten dazu motiviert spüren? Für die Formation immer zu machen. Ich ging da nach einer Karriere vom Formateur der Dülter vierjährigen. Also ich meine, da tut den Lohären, wenn ihn bei Eisern nie anhalten könnt, dann schafft ihn mit Erwachsenen zusammen, die von allen Horizonten kommen. Und du lehrt den, so wie Chari gesagt hat, das lehrt den sich selber auch als Person besser kennen. Es gibt den anderen Blick auf seinen Mammelspruch. Es gibt den anderen Blick auf den Ausländer, die bei Eisern können, den sich heuer integrieren, auf welchen Art er weiß, dass er die Spruch lehrt. Und auch ich bin als Französischprof dann an meiner Funktion an der Direktion mitgegangen bei den Stagiären am Lützebüch, dann schon die Klassen da gesehen. Und das ist wirklich immens flott. Also ich fand da, das so vielseitig als Arbeit. Und da will ich das auch vom Simon Ecker vierjährigen, den Lützebüch-Prof, aus, einen vielseitigen Job. Und auch am INL haben wir ganz viele Projekte, die laufen am Lützebüchchen. Da kann ihn sich austoben, wenn er Lust hat. Auch an dem Bereich Didaktisation. Wir haben den SDL geschwärzt, die Schwarze der Lützebüch. Wir da laufen ein ganz reiches Projekt. Wir schaffen eine Lützebüch-Plattform. Wir schaffen und Blended Learning-Kuren am Lützebüchchen. Also, wenn er Lust hat, sind Challenges genug da. Vielleicht muss ich denke, ja, den Unterschied machen von der Karriere. In die Seite schon den Lyceum gehen, dann INL schaffen gehen. Das ist erst der Weg, dann der Master und dann der Konkurs und Stagen und so. Mhm. Die ich da wollen dann Aufwärtskunde, Gemenge gehen oder SPL. Und da ist eigentlich die Formation continue, die für drin aufgeschwärzt wird, dass sie den INL anbietet, und auch auf der Uni ist. Ne, das ist dann ein Zertifikat zum Beispiel Sport und Kultur. Und ich habe auch richtig gesagt, mal, ja, das bringt man gar voilà. Für, ich meine, es gehen immer mehr Leute, die es wollen machen. Es war einfach eine Sache von der Visibilität. Es war einfach noch nicht so bekannt. Lützebüch Prof hat gesagt, die noch gar nicht so lange bekannt ist. Leute, die immer als Alien angeguckt haben, wenn ich gesagt, das ist die Lützebüch Prof. Das könnte aber immer mehr. Nur, wo es könnte, das ist ein Prozess. Auf jeden Fall, den eine Motivation braucht. Ich fand, wie man auch gerade gesagt hat, das ist einfach ein Beruf, den du als Mensch immens viel gibt, weil es einfach viel Kulturen, viel interessant Leute, ob er wusste, oder jugendlich oder Kanner, kennenlernst. Und du ja mit tolerant gehst, einen anderen Blick auf die ganze Ausländerproblematik, auf die ganze Sprachproblematik in der Hose. Und das mich als Mensch immens verändert, ne? Dass ich mit tolerant vielleicht auch gesehen, ne? Und das ist wirklich ganz gut an dem Beruf. Mhm. Schön für dich so geschaut. Ich wollte doch immer für Feierauer aufschließen. Nein, kann man dir sagen, was gesagt für die Promotion von der Lützebüher Sprachschwätze, weil das gesagt ja am Anfang drei Entitäten für einerseits den Lützebüher oder den Center für den Lützebüher Spruch, dann der Conseil für den Lützebüher Spruch und auch der Kommissär für den Lützebüher Spruch. Die Nummer für dich schon denke hören. Ich ging so an, wir lauschen den Marc Barthelmy mal einkehren. Also Kommissär ist geschaffen gegen am Gesetz von 2012 über die Promotion vom Lützebüherchen, wobei gesagt worden ist, dass der Kommissär da ist, für die verschiedenen Services zu koordinieren, die sich im Lützebüherch kümmern, weil da gibt es eine ganze Party. Und dann ist die Hauptaufgabe aber die, einen Aktionsplan auszuschaffen für die Promotion vom Lützebüherchen, der Regierung D4 zu lehren und das davon, was von der Regierung angeholt wird, dort zu gucken, dass das auch umgesetzt wird. Von 2017 eine Strategie für die Promotion von der Lützebüher Spruch. Und du hast ganz klar gesagt, gehen, dass auch Mehrsprachigkeit eine Charakteristik von Lützebüch ist, nicht nur Lützebüch. Und dass du, ich zitiere, dafür engagiert sich die Regierung mit der Promotion vom Lützebüchchen auch gleichzeitig für die Promotion von der Mehrsprachigkeit. Aber für mich ist es doch ganz wichtig, dass nicht mehr die zwei Sachen muss gesehen. Ich kann mir kein Lützebüch ohne Lützebüch vorstellen, ich kann mir auch kein Lützebüch ohne Mehrsprachigkeit vorstellen. Ich fand das auch immens schön gesagt. Und ich gesehen, er kann auch über den Hof gehen. Wie viel dazu vielleicht ein bisschen?
Da mach ich zu schön gesund schmecken. Da können wir nicht viel dabei. So. Da lassen wir dann einfach mal so am Raum stehen. Schön viel drin erwähnt. Es gibt dann noch den Center für Lützebäuer Spruch. Und du hast den Direktor, der Luc Merteling. Hier haben uns gefragt, was die Aufgaben vom Service an welchen Schwerpunkte gerade geschafft wird. Wir haben eine Aufgabe gehört, unter anderem die Orthographie, auch noch Grammar. Bei der Orthographie haben wir ja eine aktualisierte Orthographie rausgebracht, die ganz gut angekommen ist, die es ganz viel Freude gemacht hat, dass sie auf eine große Akzeptanz gestoßen ist, die natürlich nie kann aufgeschlossen gehen, weil immer neue Wieder, neue Frauen sich, neue Wieder abkommen, neue Frauen sich stellen. Das heißt, da schaffen wir immer weiter nach drin. Dann schaffen wir auch in der Grammar, das ist mir ein langfristiges Projekt, da wird man nach ein paar Jahren am Gang sein, weil du musst noch ein bisschen geforscht und erforscht gehen. Das gibt aber auch ein ganz flottes Projekt. Und da gehört unter anderem noch zu unseren Missionen, dass wir auch linguistische Toolen ausschaffen. Das kann ich nur darin verstehen, weil natürlich an erster Linie der letzte bei Online-Diktionär, der mittlerweile 30.000 Artikel hat, die wir weiter ausbauen, die vier Übersetzungssprachen hat, plus noch die Gebärdensprache, den immer mehr geklickt wird, war das natürlich immens Fried, weil es sich anschreibt an die Verzeichnung von der Regierung aus dem Lützebüchen weiter ein Kommunikations- und ein Integrationsspruch zu machen. Und da sieht man den LOD als ganz wertvollen UTI. Und was als Schwerpunkten angeht, der haben wir auch ein ganz Party, nicht also Missionen, schaffen wir auch ein bisschen und der Spruch Geschichte, das heißt, wir schaffen einzelne Etymologien und wo kommen wir da hier? Wir befassen uns mit Flow annehmen, was wollen uns die Aal überliefert Flow annehmen sollen. Wir haben auch Fuß gesagt, lohnen an Spracherkennung, weil wir wirklich der Überzeugung sind, dass der Lützebäuer Spruch gut geht, wenn sie den modernen Zug, die modernen Technologien nicht verpasst. Das heißt, Spracherkennung, wenn ihr etwas schwätzt, dass das automatisch Text geht oder dass Text automatisch Kaffee gelesen wird. Gleichzeitig wollen wir auch gucken, wie weit er die Übersetzungen automatisieren kann. Wir schaffen eine Woche noch mit anderen Akteuren zusammen, wo wir ein bisschen Kurse gehen. Oder für den neuen Lützburg-Kurs am Lycée liefern wir den linguistischen Volley. Also für ihn hat den LOD wirklich stark benutzt, kann ich aus eigener Experience und das ist ein fantastisches Tool. Ich bin immens froh, dass der immer auch abgedatet wird. Shari. Ich würde einfach die Equipe vom Center für Lützebäuer Sporenke ja felicitieren. Ich fand, sie machen eine fantastische Arbeit. Am Anfang, wie gesagt, gehen aus dem Center können. Das kommt mir gut nicht drin auf vier Stellen. Und das ist so ein flott, jung, dynamisch Equipe. Und ich fand, sie machen das so zugänglich und kriegen die Lust, die Sachen zu kaufen, die Produkte oder zu lesen, da die zu machen. Und auch, wenn man weiß, wie gut Kinder und kritisch über Lützebäuer schwätzt, weil Lützebäuer ist einfach mal so ein heikles Thema. Weil über Lützebäuer so schwätzt, da kommen noch ganz viele Diskussionen. Also, sie machen das wirklich ganz gut. Und ich denke ja, per Zufall, du hast eine Versammlung bei ihnen in den Rang geplatzt, wie sie was Verben diskutiert, auch wie sie da diskutiert. Und ich habe schon mal gelacht, das war so interessant, mir lauter Spruch nicht am nimmen Positive gemerkt, die da so zu schwätzen. Und die Medien, die Passion, die sie für den Spruch haben. Und ich denke, das kommt doch wirklich rüber. Und sie haben noch ein Weit, sich zu erkennen, wie du den Luc Merteling gerade gesagt hast, dass sie den Zug nicht dir verpassen. Das machen sie nie, weil sie denken immer schon matt viel raus. Und ich fand, dass sie das wirklich immens gut machen. Und das heißt ja dann noch, dass sie parallel oder zusammen mit der Education denken. Und du war eben einfach froh, über die mögliche Rolle vom Center für die Förderung vom Lützebäuerischen an der Schule. Aber was für ein mögliche Pisten dann da in Zukunft denken, sollten angestreift gehen? Ich meine, der konkretste Beitrag vom Center für die Lützebäuerische an der Schule ist aus sich eine Basisarbeit. Dadurch, dass wir die Orthographie geklärt haben, hilft das extrem bei der Vermittlung von der Sprache, weil klare Regeln für alle an der Education können helfen. Das ist für die Orthographie geschieht und der Grammar schaffen wir. Und das ist ein ganz spannendes Exercise. Wenn ich immer gucke, wie viele Frauen in den Center gestaltet gehen, Mengen trifft das auf großen Interesse. Was den Lützburgischen Enseignement am Sekundär angeht, da ist den Center vertreten am Arbeitsgruppe für die Kur auszuschaffen, besonders für den Pilotprojekt Lützburg als feiert liebisch Spruch. Und wir liefern da den linguistischen Wolle. Caroline Dömer, Dr. Caroline Dömer, schafft da eine Kooperation mit den Experten von der Education zusammen, dass das möglichst flotten Anstieg an eine Lützburg-Linguistik gibt. Und ich verspreche mir ganz viel von dem Kur.
Ja, Karin Dömer, die auch regelmäßig hier auf der Antenne zu Wort kommt, als auch in Lützeburg. Also nicht nur zu fährt, und geht ein mächtiges, interessanten Anstieg, es geht ein ganz interessanten Anstieg an. Und ich weiß nicht, weil ich mit Karolin super Ideen hört. Ich meine, hat wieder Kur selber. Hallo, gut, hallo, ob das Sektion. Und hat sprudelt immer mit vielen Ideen, die wirklich schlottwerte gehen. Wir hatten einen Remark zu machen zu dem, was den Luc Martling logisch gesagt hat. Dem Luc Nuller stand, ich kann meinen Schwester bestätigen, was Charlie sieht. Sie macht den Center für Lützburg Sport, mich eng immens gut floderwischt und weiß einfach auch, wie liebisch die Spur aus, aber was für einen dynamischen Prozess, die wirklich am Gang aus zu durchschlafen, die nach lang nicht fertig. Das muss einfach richtig, so gut als Monsieur, dann alle Guten, wahrscheinlich Lützburg, ihr Mammenspruchler. Es geht einfach immer um all deren Texte, neue Facetten, sind auch in die ganz viel mit den Tools schafft vom Zentrum. Und du entdeckst einfach immer um neue Sachen. Ja, ne? Ja, und gibt mal ein Defi für ein Wort zu finden, was wirklich Lützburg wurde, das par rapport zu ganz vielen Französischen und Deutschen. Und ich gehöre nach zu der Generation, wo man wirklich ganz viel ersagt und durch Deutsch wird und Französisch wird, weil das letzte Mal Spruch dann noch nicht so lebendig war und so entwickelt war, wie sie benannt sind. Die Spruch, die entwickelt wird dann auch durch unsere Multikulturalität und dadurch, dass eben noch immer mehr Akteure gehen, die Spruch fordern. Da werden wir dann so lösen bei der Konklusion von unserem Webinar, weil bleiben noch knapp 11 Minuten mit einem ganz breiten Bau gespannt über die Lützburg lehren auf alle Niveauen. Es gesagt, wie gesagt, dass das eine Priorität von der Regierung ist, Lützburg lehren eben zu fordern und dass ein großes Demand da ist, für Lützburg zu lehren. Da nimmt das auch vieles am Fluss. Ich ging nochmal nach einem gerne Tour de Table, man, da dir mal vielleicht einen letzten Konklusionssatz so zu diesem Webinar Lützburg an der Schule. Was tut dir noch weiter von Dango stehst, kriegt wieder der Titel alles Herrenhut an denke, durch den Kap-Revue passieren gelöst hat. Fangen wir vielleicht dann bei der Flor, Schank? Das, was ich just schon gesagt habe, als Lützeburger Mammenspruchler, mein Schumer, sind wir an der speziellen Situation, dass wir Lützeburg, oder aber für meine Generation Lützeburg, ist für damals mündlich Spruch gelehrt wird. Nicht der schriftsprachliche Gebrauch, am Gegensatz zu frankophonen Kollegen oder zu deutschen Kollegen, die hier Spruch, die rangeklommen sind an die Spruch als Kanner und sie dann aber auch an der Schule als Unterrichtsfach hatten, die auch sich die Anspruch rangeklommen sind, die Anspruch gelauscht haben, die Silben erbisch gemacht und die Grammatik erbisch gemacht und hatten mir das nicht so. Und das ist eigentlich ein erbisch die Loken. Und dafür habe ich auch gesagt, weil du so flott vorne hast. Ich schwätze nur aus meiner Erfahrung, du entdeckst den Spruch eigentlich all der neu. Und du entdeckst immer neue Facetten. Und du musst ein Erbisch, die an also Nobisteiner vielleicht echter gemerkt hat, unbewusst gemerkt hat, weil du doch eine ganz rege Erfahrung mitbringst und einen anderen Blick mitbringst. Das ist nur mal für dann eben meine Generation, aber für die Generationen, die nur als kommen, fand ich aber einfach flott, dass sie von Anfang an auch viel mehr einen ganzheitlichen Blick auf die Spruchkräne, viel mehr Facetten von der Spruch direkt von Anfang an relativ früh kennenlernen. Das ist also für mich so für heute, so das Neid, die sich eigentlich ganz viel damit beschäftigt, die kommen kann zu Spruch, wie lernen sie an einem ganz freien Alter Spruch und schaut ganz viel Aspekte von der anderen Seite, von dem anderen kennengelernt und einfach gesehen, wie liebisch, dass es weitergeht und dass du eine Kontinuität und eine Kohärenz an dem Ganzen hast. Und ich denke, dass das doch wichtig ist, für zu einem gelingenden Spruchlehre beizutragen. Simon Bläser. Wir müssen am Anfang zwei Wollen, die ganz wichtig sind für dich, dass wir an den Jungen die Möglichkeit gehen, für weiter Lützburg zu lehren, weil sie das wirklich wollen. Wir sind nicht all der Terrain, das fängt bei den ganz Kleinen an der Grundschule an, die wirklich motiviert sind, die auch motiviert sind zu schreiben. Kinder sind Schreibfehler, nicht Gülle lässt, aber sie schreiben gerne. Ne? Am Sekundär auch, sie nur froh als du. Das heißt, wir müssen denen für dich mal tougher gehen. Und dann am Lützburg, wir sind ein immens motiviert, engagiert Equipe. Wir haben halt wieder den Luc Martling. Wir haben Leute, die uns wirklich unterstützen mit ihren Tools, dass wir einfach auf den Weg gehen, auch für Material auszuschaffen, pädagogisches Material, wo nicht nur mit Lützeburg sprechen, wir auch
Enseigner normal an der Grundschule Material haben, mit dem sie können schaffen können, wo die Schüler Spaß daran haben. Das sind so zwei Sachen, die ich wirklich zurückbehalten. Also die Offer an eben pädagogisch Material ausschaffen, was die Türe kann gebrauchen. Aber wenn wir schon bei den Tools sind, da will ich aber etwas vieles bei der Rackung von einer Nullhaus drin. Die finden das Buch wird geliefert, einen ganz guten pädagogischen Uti aus eben für Junker. Müsste vielleicht noch ein bisschen überschafft gehen für die neue Orthographie zum Beispiel. Also soweit das Nullhaus drin, die eben eine Frage geschickt wird. Ich werde froh at webinar.lu. Maisi. Zu dem Als Aufschluss, als Konklusion zum Sujet. Ich meine, dass wie Chari gesagt hat, dass nach viel Potenzial da für Material zu entwickeln. Ich meine, wir sehen, dass an der Erwachsenenbildung du hast den Weg auch noch nicht fertig. Da sind noch ganz viele Sachen, wo wir drauf schaffen als INL mit dieser Equipe, aber auch am Bereich von den Jungen, von den Kanner. Und ich meine, geht nicht nur, dass ihr ein Altbuch hält an der Orthographie an. Ich meine, doch, die Gesellschaft entwickelt sich weiter, Pädagogie entwickelt sich weiter. Einfach vielleicht einen neuen Ansatz holen, probieren ein neues Konzept, ob ihr zu stellen, wir haben von QR-Code geschaut. Auch die Kanner, die Jugendlichen, die schaffen online, sie schaffen am Blended Learning, und da hat immens viele Möglichkeiten. Dafür vielleicht nicht einen Schritt zurückgehen, wir gehen einfach einen Schritt weiter. Und dann als Aufschluss für mich, was ich heute mitholen, das, was ich gesehen habe, auf allen Niveaus möchten die Leute, die Kanner, Spaß für Lützebäuer zu lehren. Und sie freuen es, sie wollen mehr Lützebäuer lehren, und auch auf allen Niveaus, an allen Alter, als Lützebäuer ein Spruch von der Integration. Und ohne zu viel als Fendel rauszuhängen oder zu viel nationalistisch zu sein, es merkt den aber, dass die Spruch die Leute bei ihnen feiert. Und vielleicht viel mehr, wie in das Bausse gesagt, wenn ihr nicht Enseignant ist. Aber ich fand das immens flott, das ist eine immens positive Message, an die will ich heimat hier gehen. Sind auch Wissner vielleicht auch zu einem gewissen Teil hoffentlich drauf, das Lützebüch eben zu lehren, was nimmer so viel oder so wenig Leute schwätzen am Endeffekt? So ein bisschen elitär, so schöne Batsch, den die anderen nicht tun. Ja, nee, also, ich kann auch das, was ganz viele andere Leute nicht können. Nee, ich meine nicht, dass es speziell ist, dass sie hoffentlich sind, einen Spruch zu lehren, die ganz wenig Leute können, aber sie sind speziell hoffentlich, einen Spruch zu lehren, mit der sie hier im Land können kommunizieren, weil sie auch dem Land wollen Respekt erweisen. So, ich will das auch lehren aus Integrationsgründen. Nicht, ich kann hier überleben mit Französisch, mit Englisch, mit Italienisch. Ich muss eigentlich, gar nicht Lützebüch lehren aus einem essentiellen Besoin heraus. Sie sind aber auch hilfreich drauf, für hier ankommen zu sehen. Lützebüch ist nicht nur just ein Land, so, was ein fast transitoire ist, mehr an einem Leben, an einem CV. Mehr, es gibt viele Leute, die hier bleiben. Und dafür sind sie auch stolz drauf, für die Spruch zu lehren. Ich denke, du gerade noch ein kleine Anekdote. Ich war wenig am Traum, und da waren dann drei Junker, die bei mir sitzen, und den ersten hat den Satz auf Französisch angefangen, den zweiten hat ihn auf Deutsch ergänzt oder auf Englisch, und den anderen hat ihn auf Portugiesisch abgehalten. Die drei haben sich wunderbar verstanden. No? Und ich meine, das ist immens repräsentativ auch von der Gesellschaft, wie es im Moment zu Lützebüch funktioniert. Das ist das Aldermenke Plus, wenn ich da merke, dass Leute sich aber der Spruch unholen, an sie wirklich wollen, de Fontaine Comble auch lehren. Chari, als Aufschluss. Ich wollte noch für dich denken, ob was geliebt, froh, angehen, einfach vielleicht nicht einfach so stehen zu lassen. Wie werden nicht mehr am nächsten Programm auch steht, das ganz einfach, das Buch nicht auf das Programm aufgestimmt, dass er nicht auf den europäischen Referenzrahmen, dem die Sprache lehren, aber sich orientiert. Das Buch geht viel zu viel sehr kompliziert, es fehlt einfach immens viel Material. Ich habe Erfahrung gemacht, dass viele Enseignanten einfach das Buch dafür bis hin durchgeholt haben, an einem Jahr, und dann lernen sie einfach die Sprache nicht, weil einfach so vieles fehlt. Und dafür hast du dann den Schwach gemacht, dass das Buch nicht mehr so weit im Programm sind, weil im Endeffekt ein bisschen kontraproduktiv war. Ich picke mir auch Sachen raus, sind ganz interessante, gute Sachen dran, mir nicht als Buch für das zu benutzen, für drei Jahre Lützebüch zu lehren. Das geht dann nicht durch. Mein Resümee, für dich wollte ich sagen, merci so und all die Responsable, dass man überhaupt
am Enseignement secondaire so viel Lützebäuerisch kriegen, auch die Pilotprojekte auf der A-Sektion, sind ganz dankbar, dass das gemacht ging ist. Und wirklich große Merci darüber, dass Lützebäuerisch noch so unterstützt wird. Und nun müssen wir hingehen, eben die Opfer für die, die Lützebäuerisch lehren, die Jugendlichen von allem, für das auszubauen. Weil die gehen immer ein bisschen an der Diskussion, fand ich, vergiss die Jugendlichen, die auf Lützebäuerisch kommen, das können da einfach wieder abzufangen. Und das wird dann der nächste Schritt, auch wie Simon gesagt hat, die Frage vom Material ein bisschen hingehen. Weil das gibt dann noch viel Arbeit für uns. Ich ist aber vielleicht noch eine andere Frage. Ich meine, wenn ihr seht, Lützebäuerisch als, oder die Sprache als Integrationsmittel, dann geht es ja wirklich um die Schwätzen. Dann hast du ja die Grammar, die Orthographie, dann hast du ja irgendwie Nebensächlich geht. Da könnte Kultur und Literatur vielleicht mehr an den Vordergrund. Ja, also wenn in Lützebäuerisch als Fremdsprache muss ich die zwei mal trennen. Ja, ne? Ja, nee, du kannst ohne Schwätzen, wenn du Grammar gut nicht kannst. Leute sind immer, du schwätzt ja da Martine. Siehst du, ich kann nicht einfach nur schwätzt du mal. Sie muss ja aber Strukturen lehren. Ne? Mhm. Wir bauen nicht ob, ob das mündlich, dann alle Kur probieren wir mündlich Exercice anzubauen. Wir haben keine grammatische Störung, nur können sie nicht Strukturen haben, da können sie auch nicht schwätzen. Das war ganz original, mit euch zu schwätzen, die letzte anderthalb Stunden. Wir sind so lösungsmann von unserer Zeit gekommen. Als Rappellneinkehr, dann wird ihr heute vom Webinar Lützebäuerisch an der Schule waren Flor Schank, Simon Bläser, Shari Schenten, Maisi Gorsa und natürlich als Expertinnen und Experten. De Marc Schmidt, de Marc Barthélemy, de Luc Merteling, Melanie Wagner, den Ilie Vladimir Mitea und natürlich auch den Erik Gürrens. An dem Sinn, kommt noch ganz gut durch den Tag, bleibt gesund, schwätzt weiterhin Lützebäuerisch. Und geht den Leuten weiterhin noch den Ursprung für Lützebäuerisch zu lehren. Vielmals merci für das Origin-Gespräch und merci auch den Leuten da draußen, die noch gelernt haben, auch partizipiert haben in diesem Webinar. Schönen Tag noch. Merci.